Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine lieben Damen und Herren und natürlich Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zum Movie Talk, präsentiert von Nerdball. Und hier ist Ihr Moderator, the one and only, Bombo. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einem neuen Star Wars Talk. Ja, wir sind hier wieder zusammengekommen, um über Lichtschwerter und die Macht und Imperium und First Order und sowas zu quatschen. Und dementsprechend habe ich auch wieder richtig, richtig coole Gäste hier am Start. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, zum zweiten oder dritten Mal jetzt mit am Start, der gute Jonathan, auch bekannt als Bib John Tuna. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und natürlich mit dabei ist der gute Darth Perverto, unser Mario. Grüß dich, Mario. Hi. Ja, und auch natürlich Bombo Fett grüßt euch ganz herzlich und freut sich, dass ihr da seid. Und dementsprechend würde ich sagen, wir haben ein überschaubaren Themenkatalog. Es ist jetzt nicht allzu viel rausgekommen. Selbst jetzt nach der Star Wars Celebration ist es nicht so, dass wir überflutet werden mit News zu Episode 8. Das ist tatsächlich noch so bröckchenweise, aber ein bisschen was ist wieder rausgekommen, ein bisschen was wurde veröffentlicht und da wollen wir ganz einfach drüber quatschen. Wir sind vielleicht ein bisschen, würde ich sagen, eine Woche zu früh, denn nächste Woche startet die Entertainment Electronic Expo, also die E3, wo sicherlich auch nochmal das ein oder andere Computerspiel gezeigt wird zu Star Wars. Vielleicht machen wir dann nochmal separat eine Kleinigkeit dazu, aber wir wollten euch, nachdem wir den jetzt schon mal verschoben haben, definitiv einen neuen Star Wars Talk bringen. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir erstmal so weit ein in ein neues Episode 8 Thema. Der gute Pablo Hidalgo, der sicherlich für die Leute, die unseren Talk jetzt regelmäßig verfolgen, inzwischen auch ein Begriff sein sollte. Das ist mehr oder weniger The Godfather of neuer Kanon. Das heißt, er weiß alles, was passiert ist und was noch passieren wird in der neuen Star Wars Welt. Hat jetzt auf einer, ich weiß nicht, wo es war, irgendeine Comic Convention in Europa war das sogar, wenn mich nicht alles täuscht, bestätigt, dass es zu einem Treffen zwischen den beiden Skywalker-Zwillingen kommen wird. Und mich würde jetzt ganz einfach mal interessieren, da würde ich sagen, da steigen wir mit dem Jonathan ein. War das für dich eigentlich gegeben und schon fast Pflicht? Wäre es für dich schlimm gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre? Und inwiefern erhoffst du dir das Treffen? Was malst du dir aus? Wie sollte das stattfinden in Episode 8? Also erst einmal hatten wir damals schon mal so überlegt gehabt, ob die Sterbeszene von Leia vielleicht sogar am Anfang kommen könnte. Das ist damit ausgeschlossen, dass das am Anfang des Films passieren würde, ja. Weil ich denke, sie werden sich wahrscheinlich erst irgendwie in der Mitte treffen. Und ich finde es mega cool, dass die beiden sich treffen, weil ich denke, da gibt es schon einiges an Gesprächsbedarf. Mich würde total interessieren, ob Leia wütend auf Luke ist, dass er verschwunden ist oder ob sie es verstehen kann. So 100% kennen wir die Gründe ja noch nicht, warum er dann konkret gegangen ist, was alles zu 100% dazugehört hat in der Situation, in der er war. Deswegen, ich hoffe, das wird auf jeden Fall emotional, weil ich denke, Leia wird schon sich sehr viel von Luke versprechen. Und ich bin gespannt, ob er jetzt vom Mindset her wirklich das liefern kann, was sie sich erhofft hat oder ob sie doch enttäuscht ist, wie gebrochen er wirklich ist. Ist es für dich denn eine vergebene Chance, dass wir definitiv halt nicht, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die großen drei wieder zusammen auf der Bildfläche sehen werden? Na, schwierige Sache, aber ich denke, ich weiß nicht, zu Luke und Han ist einfach schon viel erzählt worden in der ursprünglichen Trilogie. Man weiß alles über die beiden. Und ich glaube, ist es für die Rolle von Luke ist es schon wichtig, dass er Han verloren hat, weil das nochmal ihn nochmal weiter runterdrückt in seinen Emotionen. Und ich finde es, da wir schon die Begegnung zwischen ihm und Leia haben, finde ich, reicht das aus. Also ich hätte ihn jetzt nicht zwangsläufig mit Han Solo zusammen sehen müssen, weil sie hätten sich umarmt, hätten gesagt, oh schön, dass du... Aber da wäre halt kein Konfliktpotenzial gewesen. Danke für das Babysitting von meinem Sohn. Ist ein bisschen schief gelaufen, aber naja gut.
Kann mal passieren. Ganz kurze Szene. Mario, wie sieht's bei dir aus? Also, scheint wohl bestätigt zu sein, dass es zu einem Treffen kommen wird in Episode 8 zwischen den beiden Skywalker-Zwillingen. Für dich fast schon Pflicht. Hast du damit gerechnet? Inwiefern malst du dir das Treffen raus? Ja, hau mal raus. Ja, klar, ich finde schon, dass ich das gehört, dass die beiden sich nochmal sehen, weil Luke ist halt niedergeschlagen und ich glaube, der Mann braucht ein bisschen Mutti und Motivation kriegt er jetzt nicht nur durch den Tod von Han Solo, sondern ich denke auch nochmal durch das Wiedersehen seiner Schwester, weil die ist ja natürlich auch schwer getroffen davon. Außerdem will die ganze Sache das noch ein bisschen dramatischer machen für die Zukunft. Ich finde das schon okay. Ja, die beiden nochmal zusammen auf der Leinwand zu sehen, ne? Das ist natürlich schick, aber es wird halt das letzte Mal sein. Also ist es für den Star Wars-Fan definitiv auch nochmal, ja, so eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und mal gucken, was weitergeht. Ist es für dich eine vergebene Chance, dass man ja mehr oder weniger es nicht so gehandelt hat, dass man in Episode 7 die drei vielleicht nochmal zusammensieht, die großen drei, weil wir es so ja jetzt definitiv nicht mehr haben werden? Ja, wahrscheinlich schon, aber das kommt ja keiner an. Ja. Und also, dass man die drei nochmal zusammensieht, klar, durch den Tod von Han ist ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite, das hätte man dann anders verkaufen müssen, dass Luke Han einfach so sterben lässt. Also, ja, dementsprechend. Ist es jetzt so, wir leben damit und ich glaube, wir können damit leben. Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, es ist sicherlich auch, ich meine, das hat J.J. Abrams ja auch öffentlich gesagt, eine leicht vergebene Chance, das nicht gemacht zu haben, ganz einfach mit dem Hintergrund von Carrie Fishers Tod, ist es natürlich was, wo man zurückblickt und denkt, ist eigentlich schade, dass das den Fans irgendwie nie, ich meine, ich bin fest davon überzeugt, es war geplant, aber geht natürlich jetzt nicht mehr dadurch, dass wir Carrie Fisher in Episode 9 nicht mehr haben werden. Ich bin natürlich direkt so ein bisschen auf den Gedankengang gekommen, was der Jonathan gerade eben gesagt hat. Und das ist nämlich dadurch, dass ich davon immer noch davon ausgehe, dass der Film natürlich anfängt, indem Lea entweder, keine Ahnung, gekidnappt oder halt verletzt wird bei dieser Schlacht, die wir auch in dem Trailer sehen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es vielleicht auch bei einer Rettungsaktion passiert. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass so wie eventuell Kylo Ren, der ja eigentlich der richtige Sohn ist, aber seinen Vater umgebracht hat, der eigentlich schon nach kurzer Zeit so ein bisschen der Ziehvater von Rey war und dass Rey, wie man gemerkt hat, dann auch bei dem Fight im Wald so richtig an die Kante gebracht hat und sie dann doch schon komplett durch den Wind ist, dass das eventuell was wäre bei einem Showdown zwischen Luke Skywalker und Snoke, was natürlich Luke nochmal eventuell ja auch so ein bisschen über die Kante schieben würde, wenn er mit anschauen muss, wie seine Schwester stirbt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn sie das so inszeniert hätten, dass das eventuell ja ein würdiger Abgang eventuell noch wäre, ganz einfach nur aus diesem Grund, dass es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen wäre, wenn Kylo sie auch noch umbringt, wenn das allerdings Snoke macht und eventuell dadurch auch so dieses leichte Trotzfeuer in Kylo so ein bisschen schürt, weil er hat ja doch dann seine Mami verloren im Endeffekt, könnte das so ein richtig guter Übergang werden. Aber nochmal back to the topic. Ja, ich freue mich natürlich, dass die beiden wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen sind. Ganz einfach nur, wir kommen nachher noch auf die Vanity Fair Fotos. Das ist natürlich schon, da geht einem definitiv das Herz auf. Und ich bin natürlich gespannt, inwiefern das sein wird. Und genauso wie der Jonathan gesagt hat, wie wird denn die persönliche Beziehung zwischen den beiden sein? Ich würde fast Geld darauf wetten, dass sie nicht sauer ist. Ganz einfach nur aus dem Grund, dass es eine Tragödie, die passiert ist, wo keiner wirklich Schuld trägt, außer eventuell Snoke, der Ben ganz einfach da so ein bisschen verführt hat, denke ich, das wird eher ein herzliches Willkommen sein, wenn es jetzt nicht unbedingt in einem Endfight oder sowas passiert. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt und wie wir gut gesagt haben, also eigentlich ist es ja schon fast Pflicht. Ich ging auch davon aus, ich hätte mir aber auch ganz gut denken können, dass es eventuell erst für Episode 9 geplant hatten. Vielleicht jetzt durch die ganzen Reshoots und sowas das alles ein bisschen vorgezogen haben. Und ich bin sowieso gespannt, wie sie dieses ganze Leia-Ding handeln, weil eine Sache ist ganz klar, wenn wir uns die Trailer von Rogue One und sowas angucken,
wir haben da einen anderen Film gehabt, den wir niemals sehen werden. Die Frage ist jetzt, gibt es einen Episode 8 Film, der fertig ist, den wir eigentlich auch niemals sehen werden, weil der halt insofern komplett geändert wurde, um sich ganz einfach diesem tragischen Vorfall so ein bisschen zu entziehen, dass Carrie Fisher gestorben ist. Also das bleibt tatsächlich total spannend und wir werden mal sehen, wie es dann weitergeht. Na gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Gerüchteküche, beziehungsweise was heißt Gerüchteküche? Wenn wir die Quelle anführen, da ist meistens was dran und jeder, der unsere Star Wars Talks hört, der weiß das auch. Beziehungsweise bevor wir dieses Thema angehen, würde mich einfach mal total interessieren, jetzt hier Luke und Leia, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr da, habt ihr das erwartet? Habt ihr das in Episode 8 erwartet oder 9? Freut ihr euch da drauf? Für euch auch eine vergebene Chance? Haut's mal in die Kommentare, wir sind total gespannt, was ihr dazu sagt und dann schauen wir mal und diskutieren da weiter. Ja, wie gesagt, neues Gerücht, beziehungsweise da ist es meistens kein Gerücht, wenn es von StarWarsNews.net kommt, da ist meistens schon sehr, sehr viel dran. Wie gesagt, wenn deren Quelle nicht George Lucas heißt oder so, weiß ich auch nicht, weil das ist wirklich, ist schon heftig, wie präzise die teilweise sind. Die haben jetzt veröffentlicht, dass Luke Skywalker wohl in Episode 8 einen Kompass haben soll und auf diesem Kompass soll wohl eine Art Kristall drauf oder drin sein. Das konnte man nicht so ganz bei der Beschreibung jetzt raussehen. Interessant bleibt natürlich, wenn ja Luke Skywalker einen Kompass hat, wo zeigt dieser Kompass hin? Ich weiß nicht, spontan kommt einem natürlich so ein bisschen die Idee Richtung Fluch der Karibik mit dem Kompass, aber es muss natürlich schon irgendein besonderer Kompass sein. StarWarsNews.net hat auch beschrieben, dass dieser Kristall eventuell ähnlich nach einem Kyber-Kristall aussieht. Ganz klar ist, wenn man einen Kompass hat, dann sollte er auch irgendwo hinzeigen und mich würde jetzt einfach mal total spontan interessieren, Mario, was denkst du denn über dieses Kompass-Ding? Was könnte das sein? Wo zeigt er eventuell hin? Weil er wird auch beschrieben als ein sehr, sehr wichtiges Instrument für den gesamten Film. Also ist es auch nicht irgendwie ein kleines Gimmick, das man mal kurz rausholt, sondern scheint wohl auch storyrelevant zu sein. Wie sieht es bei dir aus, Mario? Was ist das für ein Teil? Wo zeigt das hin? Was denkst du? Boah, gute Frage. Also bei Jack Sparrow hätte ich jetzt gewusst, wo es hin zeigt. Ja? Aber es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder zur Quelle der Macht, was aber total schwachsinnig wäre, finde ich. Also ist auch gerade ein bisschen kurz so hochgekommen zur Quelle der Macht. Danke. Ja, weil ich da gerade so einen Wirbel sehe, wo Midichlorianer im Kreis schwimmen. Und nein. Aber das Zweitschlimmste wäre, das Ding zeigt in Richtung von so einem komischen Tauchen, den sie aus WoW geklaut haben und in Dings gepackt haben. Das kann natürlich auch sein. Mit denen ist alles so zu bauen. Aber ansonsten, ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche mir gerade fieberhaft vorzustellen, nicht an Jack Sparrow zu denken und dann irgendwas mit Kompass zu machen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht zeigt er an, wo Norden ist, auch im Weltraum. Keine Ahnung. Ja, das könnte natürlich sein. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Dieser Kompass ist natürlich schon total interessant, wenn man drüber nachdenkt. Einfach mal frei raus, was denkst du denn, was könnte er eventuell sein? Wo zeigt er eventuell hin? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, da sie ja so Sachen wie Machtbäume eingeführt haben, oder es in Star Wars ja auch schon Orte gab, wo es die Macht einfach, wo die Macht ein bisschen stärker ist, könnte ich mir vorstellen, und wenn man jetzt Rian Johnson so ein bisschen kennt, der hat so ein bisschen so ein Fable, wenn er Sachen schreibt, die ein bisschen außergewöhnlicher zu machen, dass er tatsächlich auf einmal, wenn es wirklich ein bisschen die Galle hochkommt, tatsächlich sowas geben wird wie ein Ort, wo es die absolute Macht gibt, keine Ahnung, wo Luke hingeht, um das letzte Rätsel, was er noch nicht lösen konnte auf seiner Insel, für sich zu lösen. So noch die letzten Reste der Macht zu erforschen, um halt die allwissende Erkenntnis zu erlangen, wie man jetzt tatsächlich mit der Macht umgehen sollte. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas, er hat ja sicherlich also auch diese Bücher irgendwo gefunden, die man ja jetzt, die angeteased wurden. Ja. Vielleicht lag dieser Kompass schon dabei und führt ihn zu dem Ort, wo, man weiß es nicht, die Macht entstanden ist. Oh Gott. Also sonst ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen, wo soll so ein Kompass hinführen. Darf ich da direkt mal reinwerfen, wie das bei dir aussieht und auch wie bei Mario?
Ich bin ein totaler Feind von diesen, wir entmystifizieren alles geworden, wie es jetzt auch bei Alien Covenant oder so passiert ist. Ist es vielleicht wirklich nur so ein eigenes Ding von mir, dass mich das krass stört, dass ich nicht alles schon fast in die Nase geschoben bekommen haben möchte? Oder wie sieht das bei dir aus? Hättest du da ein Problem mit oder eher nicht? Also früher, da muss ich mich jetzt kurz outen, als ich das erste Mal von den Midi-Chlorianern gehört habe, dachte ich im ersten Moment, da war ich halt wirklich noch jünger, dachte ich so, oh cool, und wie erklären sie das ja jetzt wissenschaftlich, ist ja toll. Mhm. Aber umso älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, dass die Faszination von der Macht eigentlich daher kommt, dass sie einfach mystisch ist. Und ich glaube leider, der Trend geht dahin, den Leuten immer wieder zu erklären, wie was funktioniert. Ohne es jetzt böse zu meinen, die Zuschauerschaft wird ja auch nicht klüger, sage ich mal so. Da gibt schon viele Chantals und Kevins da draußen, denen du auch das Kino näher bringst. Für alle, die jetzt Chantal und Kevin heißen, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist nicht böse gemeint, aber du hast recht, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, man muss den Leuten, also ich glaube, die Studios haben das Gefühl, sie müssen den Leuten noch viel mehr erklären und alles entmystifizieren. Was natürlich schade ist. Ja. Ich finde, man hätte das bei der Macht im Grunde auch belassen können und sich auf andere Sachen konzentrieren können, die man versucht aufzudecken. Storytechnisch. Entwicklungen bei den Charakteren und so weiter. Definitiv. Mario, wie sieht es bei dir aus mit dieser Entmystifizierung? Ein Problem für dich oder eher gar nicht? Ja, es gibt Dinge, die muss ich nicht haben. Ich meine, klar, auf der einen Seite freut man sich immer, wenn man mal irgendwas Neues erfährt. Auf der anderen Seite aber, und da hast du recht, ich muss nicht wissen, was zuerst da war, die Henne und das Ei. Manchmal ist die Frage spannender wie die Antwort. Ja? Und beziehungsweise auch vielleicht wird die Fantasie ein bisschen schöner. Also ich möchte nicht wissen, dass der komische Bonto oder wie der heißt, da irgendwo hingekackt hat und das war dann auf einmal die dunkle Seite. Ja? Toilettenpapier dann die helle oder was, keine Ahnung. Das muss ich nicht wissen. Also nicht zwingend. Ich will eine gute Story haben und das ist für mich in meinen Augen heute und mittlerweile eigentlich der viel wichtigere Punkt, denn das ist, und das müssen wir ganz klar sagen, das größere Problem heute. Und wenn ich darf, würde ich das mal kurz eben ansprechen, weil Hollywood hat ein Problem. In den letzten Jahren ein enormes Problem, seitdem die Autoren wesentlich mehr Geld haben wollen und Hollywood nicht bereit ist, das zu zahlen. Wir müssen uns das mal überlegen, da kriegt so ein Drehbuchautor vielleicht $25,000 für so einen Film und dann spielt der Box Office 1,2 Milliarden ein, aber er hat immer noch 250.000 für sein Werk gekriegt. Und dass die dann kotzig sind, ist ja ganz logisch. So, und jetzt wollen die noch mal mehr Geld? Zu Recht. Die wollen eine Beteiligung an den Film? Zu Recht. Aber in den letzten Jahren ist das eher so ein Schweigekrieg. Ja? Hollywood kriegt nichts Neues oder nicht mehr viel Neues. Das heißt, wir kriegen Remakes. Remakes, Remakes, Remakes. Da möchte ich aber ganz kurz einhaken, weil das ist, was du gerade zitiert hast, Mario, das ist ein bisschen Bild-Zeitungstitel, weil das ist so nicht korrekt. Wir haben, glaube ich, das letzte Jahr war das Jahr mit den meisten Original IPs, das es jemals gab, oder so eventuell das Jahr davor. Das mit diesen Remakes, das ist nur eine Sache, warum uns das so prominent vorkommt, ist, weil das natürlich viel dicker in den Schlagzeilen ist, als jetzt ein Valerian oder so, ein brandneuer Sci-Fi-Film, der jetzt demnächst in die Kinos kommt, eine absolut originelle, neue Geschichte, basierend ja auch irgendwie auf einem französischen Comic, aber egal, ist was komplett Neues, dass das natürlich weniger Schlagzeilen macht, als wenn jetzt das zigste Mal in den Medien kommt, es kommt jetzt ein Crow-Remake, was schon 15 Mal angeteased wurde. Das ist ja klar, wird uns einfach nur so aufs Auge gedrückt, aber wenn du Zahlen, und das ist bei solchen Sachen mir immer ganz wichtig, Zahlen anschaust, dann ist es natürlich klar, dass jedes Jahr, wenn du alles mit reinrechnest, nicht nur AAA-Filme, sondern also Blockbuster, sondern auch Indie-Filme und sowas, kommen natürlich jedes Jahr viel, viel mehr Original-IPs raus als Remakes. Das ist natürlich Fakt. Ja, aber wir sind uns, vielleicht sind wir uns da einig, dass die Qualität in den letzten Jahren nicht so sonderlich toll war. Also, ich meine, guck dir an, wir reden jetzt mal nicht von denen, die ihre eigene Geschichte schreiben, wie an Ridley Scott. Wenn ein Ridley Scott Alien Covenant so macht, wie er es jetzt gemacht hat, dann ist das auf seinem Mist gewachsen. Der hat die volle Kontrolle darüber. Der kann machen, was er will. Ja.
Und so ist es ja auch bei Star Wars eigentlich. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich erwarte oder hoffe, dass die jetzt nach Episode 7, wo ja viele, viele, viele Leute, ich glaube, bei uns war das auch so im Kontext, gesagt haben, ja, das ist an Episode 4 sehr ähnlich. Dass ich gedacht oder hoffe, dass das weiter weggeht von Episode 5. Und zwar wirklich auch von der Handlung her. Und da bin ich mal gespannt. Und die Frage ist, war der Film vorher ein Abklatsch von Episode 5 und wird er jetzt besser, dass sie es umgeschrieben haben? Oder wird der Film im Allgemeinen entweder A, wieder eine lose Kopie davon, oder B, wird er wirklich eigenständig und schafft er es, einen Weg zu bereiten für Episode 9, den wir so vielleicht nicht erwarten? Ja, ich habe dieses, Thema von wegen, das wird jetzt Episode 5 nachmachen, nicht wirklich so stark in meinen Kopf mit reingeballert. Ganz einfach nur aus dem Grund, weil ich finde, ich verstehe, was Episode 7 machen sollte. Und das hat's geschafft. Sollte die alten Kernfans wieder zurück an Bord holen und ihnen zeigen, hier, passt auf, das alte Star Wars-Feeling kommt wieder zurück. Und Rian Johnson hat jetzt schon mehrfach beteuert, das wird kein Abklatsch. Allein schon mit dem Hintergrund, dass wir sehen, was für einen Look wir denn ungefähr erhalten, ist ja schon mal klar, dass es schon mal überhaupt keiner wird. Dann, wenn du die Gesamtprämisse von Episode 8 siehst, kannst das ja schon fast gar nicht mehr. Es gab keinen Kylo Ren, keinen Sohn beziehungsweise keinen Sohn von Han Solo, der mehr oder weniger der Enkel von Darth Vader ist, gleichzeitig ist aber auch noch der Sohn da, das sein Onkel ist, der total gebrochen ist. Diese gesamten Storylines, die kannst du ja gar nicht kopieren von Episode 5, weil die gibt's ja so gar nicht. Natürlich wird's Episode 5 Themes geben, weil die nun mal zu Star Wars gehören. Wir bekommen einen Walker-Fight. Der passiert wahrscheinlich diesmal nicht im Schnee, sondern in dieser Salzwüste. Sieht ein bisschen nach Schnee aus, aber okay, finde ich jetzt auch, hätten wir kreativer lösen können, aber ist jetzt, finde ich, auch nicht ganz so schlimm. Es ist nun mal so, und das ist ja mehr oder weniger ein bekannter Satz, zu Star Wars, das ist nun mal wie ein Gedicht, das reimt sich, Star Wars, und das hat's bei den Prequels und auch bei den, bei der Originaltrilogie getan, das wird hier sicherlich auch wieder sein, aber ich gehe davon aus, dass ganz besonders wegen Rian Johnson wir hier ein absolut originelles Ding bekommen, und dann mal wieder die Brücke zu schlagen zu den Midichlorianern und zu diesem Entmystifizieren, ist es ganz einfach so, dass ich glaube, dass sie den Weg hier mit "Das ist der Springbrunnen der Macht" und so ein Scheißdreck, hier ist die Macht entstanden, werden sie nicht machen. Aus einem Grund. Hast du schon einmal in den neuen Filmen Midichlorianer gehört? Nicht einmal. Die verbuddeln das so tief, dass du keine Chance hast, da dran zu kommen. Und das werden sie sich nicht nochmal erlauben. Um jetzt die Brücke zu schlagen, nochmal zurück zu diesem Kompass. Ich glaube, dass die Erklärung ist eventuell ganz simpel. Wir wissen, dass Luke Skywalker sich auf die Suche nach dem ersten Tempel gemacht hat. Wie findet er den ersten Tempel? Wahrscheinlich mit diesem Kompass. Gehe ich ganz einfach mal stark davon aus. Das ist der Kompass, der ihn mehr oder weniger zu dem ersten Jedi-Tempel geführt hat. Ob das jetzt der Jedi-Tempel-Kompass ist, das heißt, ob der nur das zeigt, das bezweifle ich, wenn das relevant für die gesamte Story von Episode 8 sein soll. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, da wir uns eventuell ja hier mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht ein bisschen prominenter in Episode 8 sein wird, nämlich das Gleichgewicht der Macht, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass dieser Kompass vielleicht mehr oder weniger zu Gleichgewicht der Macht führt. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wirklich so eine Szenerie, wenn ich mir die jetzt vor Augen halte, dass jemand wie die gute Rey vor diesen Kompass tritt und dieser Kompass komplett eskaliert und komplett durchdreht, weil sie vielleicht dieses Gleichgewicht ist, das prophezeit wurde oder was weiß ich, das ist jetzt aber absoluter Gehirnfurz. Ich hoffe, und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, dass das nix irgendwie mit Quelle oder irgendwas. Weil Clone Wars hat versucht, das anzufangen, hier mit Bruder böse Seite und Schwester gute Seite Bullshit, was beyond schrecklich war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Weg weitergehen werden, und ich hoffe auf sehr viele originelle Sachen, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir Star Wars Fans sind aber auch schon krasse Hypokraten. Der Mario gerade eben,
der hat gesagt, er mag nicht, dass sich das schon wieder ähnlich ist wie Episode 5 und es soll kein komplettes Remake wieder sein. Wenn sie aber komplett eskalieren würden, es gibt keine Sith mehr und das ist die Quelle der Macht, wo die Midichlorianer drin rumschwimmen und was weiß ich. Ich meine, wir haben es ja bei The Prequels erlebt, was da passiert. Dann explodiert die Fanbase. Das heißt... Mit dir, im Kreis. Ja, und das heißt, Star Wars ist sehr ein sehr schweres Ding, weil du den perfekten Mittelweg finden musst. Du musst das Alte, was dieses Franchise groß gemacht hat, beibehalten, musst aber neue Sachen reinbröckeln. Und nach dem, was wir wissen, die neuen Sachen sind doch Kylo Ren, Rey, Finn, Poe Dameron, BB-8, Maz Kanata, also jetzt hier Benicio Del Toro als JD, das sind doch alles Laura Dern, es sind doch alles neue Sachen, die definitiv reingebröckelt werden. Wir sind auf dem Planeten mit dem ersten Jedi-Tempel, also mehr geht ja eigentlich schon gar nicht so. Und wenn sich dann ein paar ähnliche Storypoints, sag ich mal, widerspiegeln, dann habe ich da kein Problem mit. Ein Problem, und das wäre das einzige Problem, wo ich wirklich derbe kotzen würde, das wäre halt eine Starkiller Base 2.0 oder so ein Müll. Aber das werden sie natürlich nicht nochmal bringen. Ich meine, ich kreuze jetzt alles, was ich hier habe. Das werden sie wohl nicht nochmal bringen, weil das wäre natürlich, das wäre total bescheuert. Dann müssen sie aber im nächsten Teil ein Sonnensystem voller Starkiller Bases machen oder sowas. Das möchte ja auch keiner mehr sehen. Also von daher, das wäre tatsächlich für mich das, wo ich sagen muss, das wäre das größte Problem. Und das mit diesem Kompass bleibt halt tatsächlich einfach, bleibt total spannend. Allein aufgrund dessen, dass dein Kristall mit drin sein soll. Du hörst natürlich im Star Wars Universum Kristall, da klingelt es natürlich direkt in Richtung Kyber Crystal. Ich bin total gespannt. Und wenn er natürlich eine wichtige Rolle in diesem Story Universum spielen soll, dann umso mehr. Total interessant ist noch, das werde ich jetzt noch mit reinschmeißen, das steht jetzt hier bei euch in den Themen nicht, werde es aber nochmal mit anhauen, ist, wenn ihr euch erinnert an Episode 7, an das Ende, wo Rey diese Treppen hochklettert, da sehen wir ja doch schon diese, würde ich sagen, indianerartigen Lehmhütten, ne, diese rundlichen. Es ist jetzt inzwischen bekannt, dass diese rundlichen Lehmhütten von den Wächtern des ersten Jedi-Tempels bewohnt werden. Die sind allerdings nicht weiter beschrieben. Mich würde jetzt total interessieren, was erwartet ihr euch denn davon? Und das kommt jetzt auch wieder von StarWarsNews.net, das heißt, da wird wohl auch wieder was dran sein. Was erwartet ihr euch denn von Wächtern, die den ersten Jedi-Tempel bewachen? Humanoide, Menschen, Kreaturen, was denkt ihr? Mario, hau mal raus. Ja, wenn überhaupt, dann Machtgeister. Machtgeister, die tatsächlich in der Lage sind, sich zu manifestieren oder Gegenstände zu nutzen, um sich zu manifestieren. Das wäre vertretbar, glaube ich. Alles andere, also dass da jetzt Mumien rumlaufen oder sowas, glaube ich wenig. Und alles andere wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen zu crazy. Aber gut, wie gesagt, wenn sie vorkommen sollten, dann als Machtgeister, die definitiv die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt zu machen oder die vielleicht genug Zeit hatten, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, praktisch um zu sagen, okay, ich kann physisch irgendwas ergreifen, eingreifen oder sonst. Warum brauchen die eine Hütte? Ja, wenn du ein Geist wärst, ne, dann brauchst du ein Schloss. Bei uns brauchen Geister ein Schloss. Bei Star Wars brauchen die eine Lehmhütte. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, die können doch einen Tempel. Naja, ist ja auch wurscht. Jonathan, was denkst du denn von diesen Wächtern von dem ersten Jedi-Tempel? Was kannst du dir darunter vorstellen? In welche Richtung könnte es gehen? Ja, also wenn die da tatsächlich leben auf der Insel, dann müssten die ja relativ alt sein oder zumindest die Nachfahren von denen sein, die da gelebt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach wie so eine Art Naturvolk leben, die in ihren Lehmhütten und bewachen halt, haben von ihren Großvätern, Urgroßvätern, die das auch schon vor 1000 Jahren gemacht haben, halt gehört, ihr müsst diesen Tempel hier bewachen, weil irgendwann kommt der und der und wird uns alle wieder retten, wird die Macht ins Gleichgewicht bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass es solche Art, ich stelle mir irgendwie so graue, glatzköpfige Leute mit so Kutten vor, die da halt hausen. Und sowas in der Art. Ja, ich denke, es wird nicht so abgefahren sein. Ah, ich glaube doch.
Ich glaube, es wird. Oder es sind diese Wesen, also es wurde ja auch gesagt, dass Ray von diesen und das Wesen da gejagt wird, dass sie das sein werden. Ne? Das könnte auch sein. Wären zwei Fliegen mit einer Klappe beim Schreiben. Ja, das wird wohl in die Richtung gehen. Also wenn du natürlich im Englischen dir den Artikel durchliest und du hast dann natürlich Guardians of the Jedi Temple, dann ist natürlich das Wort Guardians, das klingelt dann auch sofort einfach wegen den Guardians of the Wills, wo ja der Shiro Inwe aus Rogue One dazu zählt, der auch mehr oder weniger ein Beschützer, noch der Base natürlich sein Kollege, die ja Beschützer von dem Jedi-Tempel waren, denkt mir ja mehr oder weniger wahrscheinlich in diese Richtung. Allerdings wurde von StarWarsNews.net schon seit längerer Zeit geleakt, dass es Einwohner auf dieser Insel gibt, die relativ ähnlich dem sehen sollen, was man schon in Clone Wars und in Rebels gesehen hat, mit diesen Force-Papageien, mit diesen komischen, die es da gibt. Und nur wohl ein bisschen größer. Und dass die wohl auch anfangs Rey nicht auf der Insel haben wollen. Die versuchen mehr oder weniger, sie von der Insel zu vergraulen, bis Luke eingreift dann auch und denen wohl sagt, sie sollen sie in Frieden lassen, bis es dann irgendwie. Und da gab's, erinnert euch dran, die hatten wir schon mehrfach besprochen, diese Leaks von dieser Küste mit diesem Riesenvieh, das an der Küste rumläuft. Es scheint dann wohl irgendeinen Fight zwischen Rey und irgendeinem größeren Seemonster zu geben, das Rey dann tötet, also Rey tötet das Seemonster. Und daraufhin haben diese Viecher, die dann auf dieser Insel wohnen, mehr oder weniger, lassen sie in Ruhe und sie hat dann die Erlaubnis, auf dieser Insel zu wandeln, ohne dass sie genervt wird von diesen Viechern. Und ich bin halt gespannt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie groß die sein werden, wenn die diese Hütten da brauchen und wie gesagt, sollen aussehen wie diese Force-Papageien, nur mit spitzen Zähnen oder so. Ich würde sofort unterschreiben hier mit irgendwelchen Glatzköpfigen mit grauen Roben oder sowas. Das wäre mir wahrscheinlich lieber. Auf der anderen Seite müssen wir abwarten, wie es rauskommt. Nur das passt natürlich 1:1 zusammen. Dass das jetzt rauskommt, dass Pablo Hidalgo gesagt hat hier, dass die Hütten, die es da auf der Insel gibt, das ist von den Wächtern des ersten Jedi-Tempels, dann sollen auf dieser Insel diese Viecher leben, die mehr oder weniger mit Luke da zusammen unterwegs sind und anfangs Rey nicht wirklich da haben wollen. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge und warten wir ab, bis wir es sehen. Ich fühle mich da gar nicht wohl, da jetzt drüber zu meckern oder mich zu freuen oder mal gucken, wie es dann im Endeffekt rauskommt. Diese Viecher hören sich für mich vielleicht ein bisschen zu over the top an, aber auch da warten wir mal wieder ab, wie sich das Ganze gestaltet und was dann da rauskommen wird. Übrigens das, was der Jonathan vorhin gesagt hat, auch das hat Pablo Hidalgo bestätigt, was aber eigentlich jeder wusste. Diese Bücher, die man in dem Regal sieht, sind Jedi-Bücher und der Handschuh, der über das Buch gleitet, ist auch Lukes Handschuh, was wir aber auch in der Trailer-Analyse schon gesagt hatten. Er trägt wohl auch die meiste Zeit des Films einen Handschuh, damit man halt seinen abgewetzten Arm da nicht sieht, was ich ein bisschen schade finde, weil der sieht cool aus. Ja, und dann würde ich sagen, da machen wir direkt weiter und StarWarsNews.net bzw. dessen Quelle vermeldet, dass Episode 8 wohl mit folgendem Showdown aufhören wird. Und das scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass wir hier wohl zwei parallele Battles sehen werden. Und zwar scheint am Ende des Films Luke Skywalker sich Snoke annehmen zu wollen. Und natürlich Rey nochmal Kylo Ren. Und das scheint dann wirklich so, ja, die zwei Parteien zu sein, die wir dann parallel da sich gegenseitig aufreiben sehen. Mich würde jetzt ganz einfach nur mal interessieren, was denkt ihr denn? Das sind ja Sachen, da hatten wir schon mal drüber spekuliert, in welche Richtung das geht. StarWarsNews.net vermeldet es jetzt. Dementsprechend ist da natürlich ein bisschen mehr Augenmerk drauf. Denkt ihr denn, dass dieses Battle, wenn Luke Skywalker sich wirklich aufmacht, dann da Snoke eins auf die Mütze zu geben, dass wir das vielleicht erst mit Bildmaterial in Episode 9 sehen werden und der Film tatsächlich mehr oder weniger aufhört mit einem Fight zwischen Rey und Kylo Ren und wir dann sehen, wie Luke Skywalker sich aufmacht, Snoke rauszufordern? Oder könnt ihr euch gut vorstellen, dass wir ja beide Kämpfe parallel am Ende des Films sehen werden? Was denkt ihr oder was hättet ihr gerne? Jonathan, wie sieht es bei dir aus? Also, dass sie es mit so einem Cliffhanger enden lassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da würden wahrscheinlich alle wirklich gefrustet aus dem Kino kommen. Man muss den Leuten irgendeinen Abschluss geben, irgendein Highlight am Ende.
Ja, also es ist wirklich schwierig zu sagen. Also einmal der Kampf zwischen Snoke und Luke, das stelle ich mir ein bisschen seltsam vor, weil man ja schon gehört hat, ob Snoke relativ groß sein soll. Ich hoffe nicht, dass wir so eine Art Yoda Count Dooku Fight sehen werden und Riese gegen einen Winzling kämpft. Das stelle ich mir sehr seltsam vor. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie mit der Macht kämpfen, dass sie sich auf dieser Ebene duellieren. Das wäre vielleicht ganz interessant. Hättest du das Und lieber als Lichtschwert? vielleicht ja, weil ich sage mal, ich will Luke auf jeden Fall mit Lichtschwert irgendwo kämpfen sehen, aber es muss jetzt nicht gegen Snoke sein, weil ich glaube, so zwei Kenner der Macht, man weiß ja nicht genau, wie stark Snoke jetzt wirklich ist, sollten sich ruhig auf so einem Level duellieren und nicht so. Dieses Count Dooku und Yoda-Ding ist mir so stark hängen geblieben im Kopf. Ich finde es auch Ich sehr will schön. das nicht. Das Ich auch nicht. geht einfach nicht. Wobei ich dir da sagen kann, StarWarsNews.net hat, was sie berichtet haben in Sachen mit dieser animatronischen Puppe und so gesagt, dass ne, sie geben da keine hundertprozentigen Sachen, aber dass er wohl ein Kopf größer sein soll als ein normaler Mensch. Okay, Das das geht wird dann jetzt noch. gemunkelt. Das finde ich auch noch halbwegs in Ordnung. Das wäre ja okay. Ja, ansonsten Rey und Kylo, da haben wir auch schon drüber viel gesprochen. Also da will ich auf jeden Fall, da muss viel passieren. Man muss, glaube ich, sehen, dass Rey stärker geworden ist, aber tatsächlich sich nicht gegen Kylo durchsetzen kann. Und vielleicht muss Luke sie retten, bevor es, das wäre dann dieses Typische, was man hat. Luke hätte Snoke besiegt, aber er muss Oh ja, jetzt wo du es sagst, Rey retten. das wird passen. Zum Beispiel. Ja, also sowas könnte ich mir auch vorstellen. Okay. Also gehst du davon, für dich wäre das ein zu krasser Cliffhanger, wenn dieser Fight mehr oder weniger angeteased wird, aber der nicht zustande kommt, wärst du nicht mehr zufrieden, sagst du? Nee, weil es ist, da müsste praktisch der Fight ja am Anfang des nächsten Films kommen und dann ist das Highlight, ist das ja schon kein Highlight mehr. Ich weiß ja nicht genau. Klar kannst du einen Film auch mit einem kleinen Highlight beginnen, aber Episode 3. ja, okay. Ne? Da war es doch Ja, auch so. ja. Aber ich, das, also es hat mir zum Beispiel auch nicht so mega gefallen, dass man diesen Konflikt einfach am Anfang so verbrannt hat. Auch wenn er nicht der zentrale Konflikt des Films letztlich war, aber er hat ja auch nicht so, Episode 2 hat auch nicht so aufgehört, dass sie Ja, sich auf den Weg gemacht haben. richtig. Ja. Ja, also ich fänd's, ich glaube, die Leute wären unbefriedigt. Also wenn man Luke hat vorher kämpfen sehen, dann würde ich sagen, okay, er macht sich auf den Weg zu Snoke, ich kann damit leben. Aber wenn man Luke vorher hat nicht kämpfen sehen und er geht dann zu Snoke und dann hört der Film auf, dann würde ich sagen, so, jetzt reicht's. Ja. Verkackt. Ich glaube, das werden sie auch nicht machen. Kann Nein. ich mir nicht vorstellen. Nein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mario, wie sieht es bei dir aus? Also, erneutes Gerücht von StarWarsNews.net mit einem Doppel-End-Fight zwischen Luke und Snoke und Rey und Kylo. Wäre das für dich okay, wenn das am Ende von Episode 8 schon mehr oder weniger zu dem Aufeinandertreffen, ganz besonders zwischen Luke und Snoke kommt, aber was würdest du davon halten, wenn das tatsächlich so sein könnte, dass es mit so einem Cliffhanger aufhört und wir das erst in Episode 9 sehen? Hau mal raus. Okay. Cliffhanger fände ich so lala, weil man geht immer aus dem Kino raus und fühlt sich etwas unbefriedigt. Egal wie gut der Film oder wie schlecht der Film vorher war, bei einem Cliffhanger fühlst du dich immer unbefriedigt. Auf der anderen Seite kann es diese Kombination in meinen Augen schon geben, aber die wäre dann Hardcore, weil dann müsste Snoke Luke töten und Rey müsste Kylo besiegen. Weil ansonsten gibt das ein komisches Bild ab. Wie? Warum? Ja, weil, ich meine, du musst ja noch Futter für Episode 9 haben. So, Snoke als Hauptantagonist, genauso wie Kylo zu einem aufgebaut wurde, würde bedeuten, wenn jetzt in beiden Filmen beide gegen die beiden kämpfen, dann muss es ein Ergebnis geben. Oder Warum? wie. Du hast gerade eben gesagt, ein Remake von Episode 5, gibt es da ein Ergebnis? Nein, bei Remake wäre das beide auf die Fresse kriegen. Jo. Also ich kann mir zum Beispiel eine Sache ganz gut vorstellen und das ist, da würde ich sogar fast Geld drauf wetten, dass nämlich Rey auf die Fresse bekommt und zwar krass
Und dass Luke Skywalker dermaßen austeilt, dass sogar Snoke die Flucht ergreift. Denn wenn man eins jedes Mal wieder merkt, und das ist, wenn man Episode 7 guckt, ist, dass bei jeder Erwähnung von Snoke tropft ein Tröpfchen bei Snoke in die Hose. Das, ich glaube, da hat er nicht so Bock drauf. Du meinst von Luke? Ja, von Luke, genau. Ja. Ja. Nein, ist richtig. Also, das kann durchaus sein. Nur, wie gesagt, das Problem ist, es muss halt Futter für den nächsten Film geben. Und wenn ich jetzt am Ende so ein Highlight setze und dann praktisch ein Pari raushole, dann hätten wir nicht den Effekt, den wir bräuchten, wenn wir uns an der Episode 5 Thematik weiter versuchen, zum Beispiel, weil dann muss etwas Tragisches passieren. Episode, ich meine, gut, hier kann natürlich auch ihre Hand wegfallen, ja, also sprich, das ist die Krankheit. Wie werden wir eigentlich alle im Kino sitzen und uns totlachen, wenn sie tatsächlich eine Hand verliert, wo wir da schon 2 Jahre lang uns mehr oder weniger in jedem Podcast darüber totlachen, dass das ja eigentlich schon fast sein muss. Ja, aber eigentlich ist doch der sicherste Beruf, als die Jedis noch existiert haben, echt so ein Handprothesenbauer. Das war doch genial. Du musst doch eine Vertretung im Jedi-Tempel gehabt haben. Da ist doch jede 2 Tage ein Jedi angekommen. Hand weg! Ja? Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde wirklich, also, wenn es einen Showdown gibt, dann bitte nicht mit so einem, so nach dem Motto, ich fange jetzt mal an, 2 Schläge und jetzt ist der Film zu Ende. Ich fand schon am Ende von Episode 7, fand ich es schon fast unerträglich, Luke zu sehen und den nicht einen Satz sagen zu hören. Also wo man sich so auf den gefreut hat. Ja. Aber da gut. Muss ich dir zustimmen. Ich fand es am Anfang unerträglich und nach mehrmaligem Schauen fast schon genial, dass sie das uns nicht vorne weggenommen haben. Also, weil allein diese Spannung, dieses Spannungsfeld, das jetzt schon über 2 Jahre aufgebaut wird, das ist ja unfassbar. Also bei jedem Blinzeln von einem Luke in einem Trailer, da kriegst du ja schon Anfälle. Also das haben sie auch irgendwie ein Stück weit schlau gemacht. Ja, ohne Frage. Nur wie gesagt, ich fand damals im Kino, ich werde das Gefühl nie vergessen, ich habe gedacht, Alter, das war's? Schluss? Echt? Was stimmt denn nicht mit dem ganzen Scheiß? Das muss doch funktionieren. Da muss ich für Luke sehen. Ja, und dann jetzt sind 2 Jahre um. Das muss man sich mal überlegen. Das ist 2 Jahre her. Ja, und ja, wir haben ein bisschen Futter zwischendurch mit Rogue One bekommen, aber trotzdem ist man ja heiß. Man will das ja sehen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich denke mal, wenn genug Futter für Episode 9 da ist, bitteschön. Aber mir würde auch ein Fight erstmal reichen. Ja, also Ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, das, was der Mario gerade eben gesagt hat, das trifft natürlich da wieder ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Und das ist, es muss natürlich irgendwas Dramatisches passieren. Und ich kann mir zum Beispiel momentan sehr gut vorstellen, so wie ich es vorhin schon angeteased habe, dass sie das Ganze so weit umschreiben, dass es sich so rausstellen wird, dass Prinzessin Leia nicht nur verwundet wurde, sondern auch gefangen genommen wurde. Und dass das ein Druckmittel sein wird, dass Luke sich zu stellen hat. Also wenn er sich nicht bis, was weiß ich, da und dahin stellt, dann wird seine Schwester dran glauben müssen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es eventuell in diese Richtung geht und dass das eventuell auch dieser letzte Motivationsschub ist für Luke, endlich diese verkackte Insel zu verlassen, wo er ja anfänglich auch nicht wirklich Rey und so trainieren möchte. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es eventuell in die Richtung geht und dass wir dann auch ganz einfach wissen, was passiert. Und dass es einfach so sein wird, dass er eventuell sie nicht retten kann und dass sie halt von Snoke getötet wird. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass dieses Aufeinandertreffen zwischen Luke Skywalker und Snoke definitiv passieren wird, aber irgendwie insoweit unterbrochen wird, dass es einfach nicht komplett zu Ende geführt wird. Und ich finde, das, was der Jonathan gesagt hat, ist natürlich Hollywood-typisch so der perfekte Übergang. Und das ist, ich könnte dich jetzt eigentlich zerschnetzeln, aber die Kleine da hinten, die hat schon keine Hand mehr und jetzt müsste ich eigentlich mal hin und ihr helfen. Kacke, jetzt muss ich rüber. So, und dass es mehr oder weniger in die Richtung geht, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dass dann auch Kylo Ren wie ein kleines Mädchen anfängt zu rennen, wenn Luke Skywalker kommt, eventuell auch. Ich möchte nur noch mal eine Sache rausheben, die für mich ganz einfach essentiell wichtig ist. Und das ist, ich möchte, und da gibt es nichts dran zu rütteln, ich möchte einen Luke Skywalker in der Eskalationsphase wie ein Darth Vader in Rogue One. Und zwar nicht geringer. Ich möchte
Ich möchte sehen, wie der die ganzen Vögel abmetzelt, einen nach dem anderen. Der muss einfach unfassbar krass sein, der Typ. Und das möchte ich sehen und das möchte eigentlich, glaube ich, jeder sehen. Das hat auch jeder Luke Skywalker und Star Wars Fan verdient, ihn jetzt nochmal in dieser Primetime zu sehen und in absolute Action. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf und ich bin auch sehr gespannt, was sie da irgendwie schwertkampftechnisch machen. Das bleibt sicherlich spannend. Wenn wir jetzt schon bei Snoke sind, beziehungsweise bei dem Endfight von Snoke, wurde jetzt auch von Pablo Hidalgo offiziell bestätigt, dass Snoke kein Mensch ist. Er ist ein humanoides Wesen, allerdings kein Mensch. Es ist jetzt auch offiziell bestätigt, dass er aus den, ja, wie wird es genannt, unbekannten Bereich, irgendwie unerforschten Bereich der Galaxie kommt, also aus den äußersten Ringen. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr. Mario, weißt du das? Ja, unbekannte Regionen, ne? Oh, die unbekannten Regionen oder ja, irgendwie sowas in der Art und Weise ist es. Da möchte ich nochmal, bevor wir in dieses Thema mit Snoke nochmal reingehen, nochmal für alle ein paar Facts aufrufen, die inzwischen durch die ganzen Bücher, die rausgekommen sind und auch durch die ganzen Comics. Es ist also wirklich so, dass der Imperator kurz vor seinem Ableben schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, falls er sterben wird und daraufhin die gesamte Flotte der First Order beziehungsweise die gesamte Flotte des damaligen Imperiums mehr oder weniger in diese ja unbekannten Region geordert hat, da es da wohl irgendwas geben soll, was sie wieder zu alter Stärke führt, was natürlich, ne, in eine ganz bestimmte Richtung deutet, das ist ganz klar. Diese äußeren Regionen, alle, die diese Regionen erforscht haben, sind niemals zurückgekehrt oder tot aufgefunden worden. Das ist auch eine ganz schwer zu bereisende Region und das Imperium hat auch dann nach längerer Forschungszeit wohl die Technik so weit verbessert, dass sie diesen Raum ohne Probleme bereisen können. Der Imperator hat schon längere Jahre lang Sonden in diese unbekannte Region geschickt, weil er da irgendwas vermutet. Das ist alles so eine Sache, wo Disney nicht ganz damit raus will, was sie eigentlich sagen wollen. Wir aber schon wissen, in welche Richtung das geht. Das ist nämlich, entweder weiß natürlich der Imperator von Snoke und sucht ihn, warum auch immer, oder er spürt da etwas und möchte gern genau wissen, was es ist. Und dann stirbt der Imperator und das gesamte Imperium macht sich auf in die unbekannte Region und kommt wieder zurück als First Order mit Snoke. Also braucht man nicht wirklich studiert haben, um zu wissen, in welche Richtung das da gegangen ist. Aber welcher Fakt ist das jetzt für euch, wenn ihr euch jetzt nehmt, dass Snoke tatsächlich kein Mensch ist und nur ein humanoides Wesen? Mario, da kannst du mal direkt anfangen. Einfach nur aus dem Grund, das zerstört natürlich viele von diesen ganzen Theorien, die ich sowieso für schwachsinnig hielt, in Sachen Tarkin und komm, hör auf, Imperator und Mace Windu teilweise und was es da für einen Müll gab. Zu Snoke gab es ja etliche Sachen. Die sind ja dadurch auch ad acta gelegt. Ist das für dich ein neuer Ansatzpunkt in Richtung Snoke-Theorie oder sonst irgendwas oder für dich nicht wirklich ausschlaggebend? Hau mal raus, Mario. Naja, nachdem wir den Verzicht auf die Darth Plagueis-Theorie hatten, notgedrungen, weil Hidalgo sie ja schon von vornherein abgeschmettert hat, ist es eigentlich die eleganteste Methode, ja, weil alles andere jetzt einen alten Charakter wieder, ich meine, guck dir den an, selbst der hat wahrscheinlich schon 20 Schönheitschirurgien hinter sich, also Eingriffe, ja, da ist nicht mehr viel zu machen und das heißt, er war vorher auch schon kein Schönling, ja, und da man ja die Geschichte der First Order schon einigermaßen kannte, also sprich mit den unbekannten Regionen und vor allem, dass sich halt ein Teil als diese sozusagen Extremisten dann abgespaltet hatten, das ist schon okay. Also ich kann damit gut leben. Das würde ja auch eigentlich niemanden Lügen strafen, denn die haben ja gesagt, das ist ein Typ, der ist neu. Und ist wegen diesen unbekannten Regionen, da gibt's ja auch im alten Kanon, also sprich in den Legends jetzt, auch schon mehrere Mysterien und so weiter und so fort. Warum denn nicht? Passt doch. Okay. Übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, war auch die Starkiller Base am Rande dieser unbekannten Region. Also von daher, das scheint wohl ein Thema zu sein, das zieht sich da noch mehr durch. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Snoke, kein Mensch, sondern einfach ein humanoides Wesen. Zerstört es irgendeine deiner Theorien, untermauert vielleicht irgendeine? Hau mal raus.
Ja, kurz mal allgemein zu Snoke. Also ich werde es Disney sowieso nie verzeihen, dass sie Admiral Thrawn einfach so verheizt haben. Schon ich finde, schade, das ja. wäre durchaus der beste Antagonist, den man jetzt hätte haben können. Und einen etwas coolen Jaru Sabayoff vielleicht, der ein bisschen cooler ist und nicht so verrückt wie der in den Büchern. Ja, hoffentlich. Der war ja krass durch. Ja, also dass Snoke jetzt kein Mensch ist, fand ich irgendwie klar, weil ich finde, er sah jetzt nicht besonders menschlich aus und an diese ganzen Wiedergeburtssachen fände ich auch ein bisschen seltsam. Ich fand es eh schon nicht so cool, dass in dem alten Kanon Palpatine ständig wiedergeboren wurde oder sich ständig gerettet hat und der irgendwie noch tausendmal auftaucht später. Geklont sogar. Geklont und so Sachen, ach, das ist irgendwie alles ein bisschen lächerlich. Das ist ein bisschen Mangel an Fantasie, dass man immer die alten Antagonisten ausbuddeln muss. Ich finde es, also abgesehen jetzt von Admiral Thrawn, finde ich es gut, dass sie einen komplett neuen genommen haben. Ich kann nur echt relativ wenig mir gerade vorstellen, warum der in dieser unbekannten Region lebt und warum, ob der Imperator ihn da gespürt hat, weil so mächtig ist er ja nicht, wenn er Angst vor Luke hat. Ich weiß nicht genau, deswegen, also so ein bisschen mir fehlt noch das wirklich richtig Böse bei Snoke, was man bei Palpatine hatte. Jeder wusste, wenn du Palpatine gesehen hast, okay, der Typ ist echt übel, er sieht übel aus und er ist übel und Snoke, finde ich, sieht jetzt weder wirklich furchterregend aus, noch hat er sich in Episode besonders furchterregend verhalten. Bin ich gespannt, was an Snokes Hintergrundgeschichte ist. Also irgendwas Dramatisches, Krasses, irgendein Plot-Twist muss es bei Snoke geben, sonst bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass er so ein bisschen Schiss hat vor Luke Skywalker, könnte einfach nur daran liegen, dass Luke Skywalker halt somit das Mächtigste in Sachen Jedi ist, was es noch gibt. Und Snoke halt einen Spalt im Kopf hat, wo du deine Streitaxt packen kannst, dass er einfach wahrscheinlich vielleicht noch nicht, und die Betonung liegt auf noch nicht in diesem Maße fit ist, um eine Auseinandersetzung zwischen ihm, ihm und Luke Skywalker zu überleben. Und dass es eventuell aus diesem Grund ganz einfach ist, wo er sagt, ja, momentan alles versuchen, dass Luke Skywalker nicht zurückkommt, weil wenn der zurückkommt, fällt es mir in diesem in diesem körperlichen Status, den ich momentan habe, ganz einfach eventuell sehr schwer, da ein bisschen entgegenzugehen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Das, was für mich total immer noch kurios an dieser ganzen Sache ist, wenn ich höre, dass der Imperator schon vorsorgt, wenn er eventuell stirbt, dass sein gesamtes Imperium in die unbekannte Region reist, und dann wieder zurückkommt als First Order mit Snoke an dieser Quelle, beziehungsweise als Oberhaupt, wusste er von Snoke dann am Ende, dass dieser, den wir als Snoke kennen, sich in der unbekannten Region befindet? Warum überlässt er ihm gerade seine sämtlichen Truppen? Das sind alles solche Sachen, wo ich mir denke, das ist schon total kurios. Und auch wenn man sich einige Sachen jetzt so ein bisschen zusammenflicken kann durch die ganzen Bücher und Comics, bleibt es eine Sache, die durchaus kurios ist. Ich möchte noch mal eine Sache aufrollen, weil ich nicht glaube, im Gegensatz zu Mario, dass es vom Tisch ist, egal was gesagt wurde. Ich glaube, dass dieses Plagueis-Ding nicht vom Tisch ist. Ich glaube, dass das nicht vom Tisch ist, allein schon aus dem Grund, okay, er hat gesagt, Pablo Hidalgo, es ist nicht Plagueis, und jetzt hat er auch gesagt, dass Snoke ist nicht, ist kein Mensch. Ich glaube an dieses, er ist nicht Plagueis, einfach aus einem Grund noch nicht. Es gibt keine offiziellen Kanon-Beschreibungen, wie Plagueis aussieht. Das ist alles Legends, was wir wissen, wie er damals ausgesehen hat und welche Rasse er ist. Und ich kann mir eine Sache ganz gut vorstellen. Der Johnson hat es vorhin gesagt. Warum befindet er sich denn überhaupt da irgendwie in den unbekannten Regionen und was auch immer?
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch irgendeinen Planeten oder vielleicht irgendeine Kultstätte der dunklen Seite gibt, wo Darth Plagueis, der ja dafür bekannt war, dass er den Tod betrügen kann, eventuell entweder seinen Machtgeist oder was weiß ich, sich versucht hat, über Jahrzehnte so weit wiederherzustellen, um dann mehr oder weniger ja wieder zurückzukommen, und dass aus irgendeinem Grund sein ehemaliger Schüler, nämlich Darth Sidious, unser Imperator, seine Anwesenheit immer mehr gespürt hat. Und besonders diese Anwesenheit, und wenn wir eins wissen aus dem Star Wars-Universum, ist es ja, die sowohl die Sith wie auch die Jedis, die spüren ja bestimmte Anwesenheiten. Also Luke Skywalker hat genau die Anwesenheit von Darth Vader gespürt. Nicht irgendeine Anwesenheit, sondern er kannte diese Anwesenheit als Darth Vader. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es eventuell so ist, dass er seinen alten Meister da gespürt hat und dann eventuell auch sein gesamtes Imperium dahin schickt, um ihn zu finden. Ganz einfach nur aus dem Grund. Natürlich hat er seinen Meister umgebracht, aber das ist nun mal dieses Sith-Spiel. Es ist trotzdem immer eine Sache von Respekt zwischen Schüler und dem Meister, aber nichtsdestotrotz wissen beide, irgendwann will der Schüler Meister werden und dafür versucht er, den Meister zu töten. Und das ist nun mal dieses Rule of the Two, und das wird irgendwann passieren. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Palpatine vielleicht sogar trotzdem noch einen ehrbaren Gedanken über Plagueis hatte, der ihm alles beigebracht hat und sich gedacht hat, ja, wenn ich jetzt hier schon untergehe und ich es nicht fertig gebracht habe, meinen Meister zu töten, der sich gerade irgendwo da hinten in den äußersten Regionen versucht zu erholen, schicken wir ihm mal die gesamten Truppen, mal gucken, vielleicht kann er da noch was drauf machen. Das ist wirklich ein absolutes Hirngespinst. Wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre es Plagueis, aber mein Top-Spot von den Wünschen wäre definitiv einfach jemand Neues. Einfach bitte jemand komplett Neues, wo wir, dessen Rasse wir nicht kennen, dessen Herkunft wir nicht kennen. Mich würde nur eine Sache ganz, ganz krass freuen, weil ich nicht möchte, dass diese Sache aus dem Star Wars-Universum entnommen wird. Lasst ihn bitte ein Sith sein. Auch da wurden schon viele Kommentare gegeben, er ist kein Sith und es gab auch kein Sith in Episode 4. Ich möchte aber, dass die Sith in irgendeiner Art und Weise wieder in diese Storyline ja mit eingebunden werden. Die gehören einfach dazu. Das ist der offizielle Gegenpart der Jedis. Und ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sie das da entwickeln. Aber es ist dennoch eine Sache, diese Snoke und auch wer ja, mit wem Rey mehr oder weniger verwandt ist, das sind alles Sachen, die beschäftigen uns jetzt schon seit 2 Jahren, und da sieht man auch, wie genial das einfach Disney gemacht hat, dass sie uns überhaupt so weit gebracht haben, dass wir da schon ja 2 Jahre lang drüber fachsimpeln. Ja, dann würde ich sagen, ich hau jetzt einfach mal was in den Raum, und mich würde total interessieren, was ihr denn denkt, in welche Richtung es geht, und zwar, was denkt ihr, welcher der Hauptcharaktere wird es nicht bis in Episode 9 schaffen? Und gebt mir einfach mal eure Top 3 davon. Das heißt, ich grenze mal die Hauptcharaktere so weit ein, damit es klar ist, weil der ein oder andere ist für jemanden vielleicht ein Nebencharakter. Ich meine da natürlich R2-D2, C3PO, ich meine Leia, ich meine Luke, ich meine Rey, ich meine Finn, ich meine Poe Dameron und ich meine Chewbacca. Habe ich jetzt alle soweit? Ja, das wäre soweit die ich noch als Hauptcharaktere bezeichne. Welche von denen wären eure Top 3, dass sie eventuell Episode 9 nicht erleben? Jonathan, fang mal an. Also, ich denke, Poe Dameron wird es vielleicht nicht überleben, weil er tatsächlich in diesem Endfight, wenn es ein Endfight sein sollte, irgendwie noch irgendwas rettet. Ich könnte mir vorstellen, dass Finn eine etwas größere Rolle einnehmen muss. Weil es gibt ja dann eigentlich keinen mehr. Wenn Leia tot ist, wer denn jetzt wirklich, sage ich mal, den Widerstand weiter anführt, außerhalb von Luke jetzt, sage ich mal. Dann könnte ich mir eventuell vorstellen, das ist schwierig, wer könnte noch sterben? Von den Droiden denke ich keiner. Ja, glaube ich auch nicht. Das wäre einfach zu unsinnig. Ansonsten ist es wirklich schwer. Kylo Ren können sie nicht sterben lassen, Rey können sie nicht sterben lassen. Leia stirbt, das wissen wir schon, das wäre dann sozusagen die Nummer 2. Ansonsten würde ich sagen, werden sie, glaube ich, nicht so viele über die Klippe springen lassen.
Das mit Han Solo war schon extrem stark. Leia stirbt. Ich weiß nicht, wie düster sie sich noch erlauben können zu werden. Okay. Okay, ja, dann würde ich sagen, Mario, wie sieht's bei dir aus? Deine Top 3 dieser Hauptcharaktere, die eventuell in Episode 9 nicht mehr am Start sein könnten? Leia? Oh, jetzt ist R2D2 und nein. Ja, und ich glaube nicht, dass es Finn ist, denn der hat, weil das würde ja schon wieder liegen und diesmal endgültig, das glaube ich nicht. Ja, Poe Dameron kommt schon ganz gut hin. Ich glaube, der geht drauf, damit er für Finn ein bisschen Anreiz hat. Ja, doch, Poe Dameron. Hm? Also ja. ich fänd's cool, ne, wenn er sogar sich opfern würde, heldenhaft. Ich weiß halt nicht, sie wollten ihn ja schon mal sterben lassen und dann war er doch zu cool. Deswegen weiß ich nicht, ob sie die Eier haben, ihn wirklich draufgehen zu lassen. Aber ich finde, er ist eine Art von Held. Er müsste sich wirklich, also irgendein Schiff zieht sich zurück und dann vor ihm kommen 40 TIE Fighter und er sagt, ich decke euch. Ja, ja, sowas. Stürzt sich mit seinem X-Wing rein, aber wahrscheinlich wird er auch überleben. Ja. Ja, wie du gesagt hast, eigentlich war ja sogar geplant, dass er in Episode 7 schon stirbt, aber Oscar Isaac wollte nicht unterschreiben unter der Prämisse, dass er ja relativ am Anfang des Films sterben wird. Ich gehe mal davon aus, weil er immer betont, relativ am Anfang des Films, der hätte wahrscheinlich das Aufeinandertreffen von Kylo Ren nicht überlebt oder eventuell den TIE Fighter-Absturz auf Jakku oder sowas. Sie wollten aber den Schauspieler, der ja durchaus begabt ist und dementsprechend war er länger drin, dementsprechend würde ich auch sagen, dass Poe Dameron da sicherlich ganz vorne mit dabei ist. Ich würde unter anderem natürlich auch Leia sagen und würde eventuell auch Finn sagen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich glaube, dass Finn für... Du musst immer so ein bisschen einen emotionalen Fixpunkt für deinen Hauptcharakter, der ja durchaus... Ja, kann man sich drüber streiten, aber doch immer noch Rey ist, so einen emotionalen Fixpunkt schaffen. Und das war sicherlich Finn und Han Solo in Episode 7, wurde ihr Han Solo genommen, woraufhin sie ja doch schon sehr am Boden zerstört war, wie man dann gesehen hat. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es eventuell nochmal passieren könnte mit Finn. Wenn ich in Episode 8 würde ich trotzdem noch drauf wetten, dass Finn es nicht aus dieser Trilogie rausschafft. Aber so eine heldenhafte Aktion, wie der Jonathan beschrieben hat, wäre durchaus für den Poe Dameron für mich auch was, wo ich sage, ey, wäre eine coole Sache und hätte ich durchaus Bock drauf. Also würde ich auch nicht nein sagen. Na gut, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir soweit weiter. Und ja, was ist wahrscheinlich die größte Toy-Leak-Plattform, die es gibt, ist natürlich Lego. Bei Lego siehst du alles, was Marvel, DC-Filme und auch Star Wars angeht, teilweise komplette Szenen, die sie als Playsets rausbringen, natürlich um einiges früher. Wir haben jetzt hier ein paar Informationen bekommen zu diesen ganzen Lego-Geschichten. Dementsprechend bitte ich euch da mal die Lego-Sachen aufzurufen, die ich euch geschickt habe. Jungs, ist ja nicht allzu viel. Wir haben natürlich hier einmal ein Lego-Set bekommen, wo wir Snoke mit drin sehen Laura Derns Charakter, die ja mehr oder weniger so die Rolle von Leia einnehmen soll als die Leiterin des Widerstands. Sehen wir nachher auch nochmal auf dem Bild mit lila Haaren. Also total crazy. Sehen dann hier das Design auch von den neuen Walkern, die ja doch sich nicht allzu stark unterscheiden, beziehungsweise es gibt ja zwei verschiedene Designs. Es gibt auch dieses Gorilla-ähnliche Design aus Episode 7. Haben hier ein Playset zu The Last Jedi von unserem Walkern auf diesem Salzplaneten, wo es dann da zum Kampf kommt. Sieht ganz cool aus. Ganz wichtig ist aber natürlich, dass wir hier auch noch ein Playset haben, beziehungsweise einen Ultrasternenzerstörer, und zwar Snokes Ultrasternenzerstörer oder Supersternenzerstörer, wo wir auch Snoke drin haben, wo auch da wieder eine Sache bestätigt ist, was StarWarsNews.net schon vor Monaten geleakt hat, und das ist, dass wir Snoke in einer goldenen Robe sehen werden. Ja, wenn ihr euch dieses ganze Lego-Zeug jetzt hier mal anschaut, erstmal, was sagt ihr denn dazu, dass Lego immer wieder es schafft, irgendwelche Sachen zu leaken, die einfach total Banane sind, dass sie die schon frühzeitig raushauen? Und wenn ihr euch das Zeug anschaut, für euch irgendwas Interessantes dabei, vielleicht halt auch ganz besonders so in Hinsicht Snoke, Outfit etc. Jonathan, hau mal raus.
Also Snoke in der goldenen Robe spricht ja irgendwie doch ein bisschen dafür, dass er sehr viel von sich hält und sehr eitel ist. Oder sehr viel auf sich gibt. Das müsste er dann erstmal noch beweisen. Was mir jetzt bei den Lego-Sachen aufgefallen ist, dieser TIE Fighter, dieser ganz spezielle mit diesen Spitzen, sage ich mal, wird das als Fragestellung, wird das Kylo Rens Fighter werden? Wird er sich in die Kämpfe einschalten oder ist es einfach nur ein neuer? Richtig. Also, den Fighter, den du da siehst, das ist, glaube ich, auch, das ist kein Lego. Ich glaube, das ist Micro Machines, wenn mich nicht Ja, alles genau. täuscht. Das ist aber tatsächlich Kylo Rens Fighter. Der wird diesmal auch eine Fight-Szene haben und da gehe ich auch davon aus, die wird wohl wie auch direkt zu dieser Schlachtszene am Anfang des Films passen. Das wird sein Fighter sein und da habe ich euch ja auch dieses Konzeptbild dazu geschickt. Also, es ist tatsächlich, sie haben, finde ich, auch so eine ganz coole Dynamik gemacht zwischen ja, einem relativ sleeken TIE Fighter, aber das Cockpit sieht aus wie vom Millennium Falcon, was so ein bisschen, ja, vielleicht tatsächlich auch auf seinen Charakter ja, zielt. Also finde ich ganz interessant. Aber ja, ist Kylo Rens TIE Fighter. Richtig. Ja, ansonsten noch dieser Walker. Also er, der hatte den Spitznamen Gorilla Walker. Ja, er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Gorilla. Relativ lustig. Und er hatte halt einfach nur, das Bein fängt diesmal ein bisschen weiter oben an. Ich hatte halt mal gelesen, dass er so konzipiert sein soll, dass er nicht mehr durch Harpunen zu Fall gebracht Das ist werden der andere aber. kann. Das ist der Das ist der andere. andere, Ja, okay. da wurde jetzt auch, wenn ich es nicht vergesse, gucke ich, dass ich euch das Bild raussuche und hier einblende. Das ist dieser Walker aus Episode 8, aus Episode 7, der jetzt auch in dem Buch als Konzept aufgetaucht ist, den man auch im Hintergrund sieht. Da sind die Gelenke auch immer nach außen. Das heißt, du musst dir den Okay. Walker vorstellen, den du jetzt da siehst, und die hinteren Beine musst du umdrehen, dass die Knie immer mehr oder weniger nach außen gehen. Und der ist relativ nah über dem Boden, beziehungsweise näher als dieser Heavy Assault Walker. Und die, so steht es dann auch in dieser Konzeptzeichnung, die sind nicht mehr durch Harpunen umzuschmeißen. Bei dem sieht es allerdings schon eher so aus, weil er wieder diese langen Beine hat und ja. Also ich hatte auch gehört, der soll extrem riesig sein, aber jetzt, nachdem jetzt so im Vergleich zu den Lego-Menschen sieht er nicht wirklich riesig aus. Sollte er riesig sein, hoffe ich, dass sie ihn richtig geil inszenieren, weil wie die Walker bei Rogue One inszeniert waren, wie gewaltig die waren, das war schon Super, ja. sehr gut in Szene gesetzt, ja. Ich hoffe wieder auf sowas. Ja, definitiv. Wie gesagt, man kann natürlich nicht immer komplett nach der Scale gehen, weil der Supersternzerstörer ist ja auch ja nicht in passender Scale zu zu der Ja. Snoke-Figur, die dabei ist. Da muss man immer bei Lego ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es ein bisschen was Brachialeres ist. Also da bin ich durchaus auch sehr, sehr gespannt drauf. Mario, beziehungsweise Jonathan, du bist gar nicht drauf eingegangen. Was hältst du denn davon, dass Lego nonstop mehr oder weniger die Quelle für solche Leaks ist? Wärst du da als Studio krass angepisst oder denkst du, das lässt sich einfach nicht vermeiden? Also da muss ich jetzt kurz fragen, ist es denn tatsächlich so, dass sie das einfach leaken, ohne es abzusprechen? Nein. Und Nein, nein. okay, Aber also ich. sie haben ein Leck in ihrer Firma, und zwar startet es schon bei der Produktion, wo Playsets ohne Verpackung abgefilmt werden, schon wo du Sachen Okay. erahnen kannst, bis hin zu diesen Bildern jetzt, wo du schon in Fabriken Fotos beziehungsweise Verpackungen fotografiert bekommst von Filmen, die teilweise halt tatsächlich ja 6 bis 12 Monate noch weg sind. Das ist schon krass. Ja, also ich glaube, das lässt sich einfach heutzutage kaum mehr vermeiden, dass du nicht irgendwen hast, der Sachen leakt. Das gehört einfach mit dazu. Und die Sicherheitsvorkehrungen bei Lego werden natürlich nicht so hoch sein wie bei Disney, denke ich einfach mal. Und ja, wir haben was zu reden, was zu gucken, was zu spekulieren. Von daher finde ich es jetzt nicht so ultra schlimm. Kaufen werden sich die Leute trotzdem, den Film werden sich die Leute trotzdem angucken. Ja, definitiv. Und solange die Lego-Sets jetzt keine Plot-Twists irgendwie Ja, preisgeben, genau. wenn sie jetzt irgendeine ja, Bananenschlacht oder irgend sowas zeigen, das ist ja auch nichts, wo man jetzt in Ohnmacht fallen muss, Also ganz ehrlich. hätte man vielleicht nach Episode 4 damals eine Packung verkauft mit Darth Vader drauf und Luke und darüber steht Father and Son, dann wäre es, glaube ich, bedeutend dramatischer geworden. Ja, oder wir hätten hier eine Verpackung mit einem Set mit Luke und Rey Kenobi.
Das wäre natürlich genau. Dann eventuell was, wo man sagen würde, okay, das könnte ein bisschen too much sein. Mario, wie sieht's bei dir aus? Erstmal zu diesen ganzen Lego-Zeugs, was du hier siehst, natürlich auch in Sachen Snoke etc. Und dann, was sagst du denn dazu, dass Lego es einfach nicht hinkriegt, da mal mehr oder weniger ihre Spitzel zu finden und diese ganze Sache so ein bisschen zu unterbinden? Fangen wir bei Lego an. Lego ist keine kleine Firma. Lego ist aber trotzdem eigentlich eher ein Spielzeughersteller. Und ich habe neulich noch erfahren, Lego ist eigentlich fast pleite gewesen. Die waren fast weg. Ohne Disney wären die pleite. Weg vom Fenster. Die gäbe es nicht mehr. Die verdienen sich jetzt eine goldene Nase mit Star Wars, mit Avengers und den ganzen Gedönse, was die da rausbringen. Und das ist auch okay. Problem an der Kiste ist halt, das ist halt kein Hollywood-Produktionsfirma, wo die sich abschotten können auf einem Gelände oder so, sondern das wird echt schwer. Und wenn die da Leute haben, die für ein Foto von solchen Sachen, weiß ich nicht, $2,000 bezahlen, in Dreck Gottes Namen, dann wirst du das nicht verhindern können. Nicht im Leben nicht. Was mich freut, ist, dass sie das halt mittlerweile ganz gut machen und sogar ernsthafte Sammler mittlerweile wirklich anfangen, Lego zu sammeln. Ich meine, ist jetzt nichts, was mich interessiert, aber trotzdem. Ja, und wenn du dir die Preise anguckst, für was so ein Sternzerstörer oder sowas oder so ein Walker jetzt weggeht, dann wackeln dir schon die Ohren, selbst als 1:6 Sammler. Ne? Ja. Ja, also Lego fand ich auch schon immer cool, als ich 10 war. Also von daher, nein, um Gottes Willen, ich habe halt kein Interesse dran an diesem ganzen Lego-Zeug. Es gibt durchaus Leute, die hauen da hunderte Euros rein und um Gottes Willen bin ich der Letzte, der das verurteilt, ganz einfach aus dem Grund, was ich in Figuren baller, die natürlich, ja, es sind schon eher Collectibles und das ist dann teilweise in manchen Ecken schon eher Spielzeug. Das ist dann auch die Sache, warum ich ja da nicht so dieses Interesse verspüre, aber das ist jetzt erstmal eine andere Sache. Ich finde, sie müssen da was machen. Ich kann das nicht so so abwiegeln, indem ich sage, ja, dann, was willst du denn dann eigentlich machen? Sie müssen das irgendwie hinkriegen und müssen es auswendig machen, wo es herkommt. Wie, habe ich jetzt auch keinen Vorschlag, aber da bin ich einfach auch nicht in diesem Business drin. Denn wir reden hier nicht über Star Wars, wir reden über jeden Film der Popkultur, die rauskommt. Jedem. Es wurden jetzt schon Sets von Justice League geleakt zum Endfight mit Superman und mit Steppenwolf und was weiß ich. Und das sind dann doch schon Story-Details, wo du dann weißt, okay, da wird am Ende Steppenwolf kommen und das, wo ich mir dann sage, dann müssen sie halt anfänglich erstmal irgendwelche Sets produzieren, die einfach banal sind, wie jetzt hier ein Walker Assault. Ja, dadurch wird keiner in Ohnmacht fallen oder ein Sternzerstörer, wo halt das Snoke mit einem goldenen Pyjama drauf ist. Who cares? Absolut Wurst. Wenn es dann Story-Plot-Points angeht, dann eventuell nicht, weil ich kann mich auch erinnern an den Avengers 2 Leak von Lego, wo wir dann den Fight gesehen haben zwischen Hulkbuster und dem Hulk. Da war der Trailer noch nicht draußen. Da wussten wir, dass ein Hulkbuster und was wird. Das ist too much. Da müssen sie gucken, dass sie das irgendwie eingedämmt bekommen. Was Jonathan gesagt hat, ist richtig. Wir brauchen natürlich Futter und reden auch gerne drüber. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Star Wars macht das merklich sensationell, was sie irgendwie jetzt hier mit irgendwelchen Leaks oder so, die ja so gut wie gar nicht irgendwo offiziell mal irgendwelche Zeichnungen oder Bilder oder sowas auftauchen, also wirklich sehr, sehr selten machen. Von daher würde ich mir das hier auch wünschen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, weißt du, was Hasbro an Merchandise produziert für Star Wars? Jetzt schon für Episode 8. Das siehst du in der Regel so gut wie nix. Gar nix. Die kriegen es auch hin. Dann muss Legos halt auch irgendwie hinkriegen. Und wenn sie halt den Fließbandarbeitern halt mal untersagen, das Handy mitzunehmen oder was weiß ich. Also theoretisch kannst du schon ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht beschweren. Wir reden ja gerne drüber und dementsprechend ist es ja auch immer was unsere Podcasts füttert. Also in dem Maße ist alles okay. Aber nichtsdestotrotz ist es dann doch schon ein bisschen
Ja, ein bisschen Banane. Na gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir eins weiter. Und dann machen wir jetzt leider Gottes einen total bescheuerten Topic-Sprung, weil ich gar nicht gesehen habe, dass ich das hier jetzt hinten nochmal drin habe. Sonst hätte ich es nochmal mit hinten dran geworfen. Wir haben über das Thema Snoke geredet. Inzwischen hat Rian Johnson bekannt gegeben, dass Snoke kein Fokuspunkt in Episode 8 sein wird. Also seine Story und seine Herkunft. Worauf, er sagt es nicht wortwörtlich, aber wo man dann doch schon drauf ahnen kann, beziehungsweise was einen erahnen lässt, dass wir eventuell die Origin von Snoke in Episode 8 noch nicht bekommen werden und auch ihn nicht vielleicht auch nicht allzu oft zu sehen bekommen. Wäre das was, was euch stören würde? Wie sieht's bei dir aus, Mario? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, führen wir uns mal die alten Episodenfilme vor Augen. Haben wir in Episode 4 oder 5 großartig was über den Imperator kennengelernt? Nein, haben wir nicht. Der war, wenn überhaupt, dann in Episode 6 ein Thema. Und selbst da haben wir nicht viel über ihn kennengelernt. Da muss man, aber ganz ehrlich sagen, Mario, der Vergleich mit der Originaltrilogie zählt nicht immer, weil da hat gefühlt George Lucas eine neue Seite des Skripts auf dem Weg zur Arbeit geschrieben. Also das heißt, Er wusste selbst noch nicht, in welche Richtung es geht. Das ist jetzt hier schon ein bisschen was anderes. Ich meine, zum Zeitpunkt von Episode 4 wusste Lucas, obwohl er es ja teilweise manchmal bestreitet, auch noch nicht, dass Luke Skywalker der Sohn von Darth Vader ist. Also das sind so Sachen, die haben sich dann auch nach und nach ein bisschen entwickelt. Hier ist es aber jetzt anders da als in der Originaltrilogie, Mario. Hier hast du schon in Episode 7 das erste Mal Snoke gesehen. Das ist richtig, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es groß was ausmacht, wenn wir jetzt noch nicht von ihm erfahren. Ich denke, dass sie müssen sich ja, wie gesagt, auch noch guten Stoff für Episode 9. Und wenn Episode 9 der beste Film der Reihe ist, ist das völlig okay. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass wir vieles Interessantes in Episode 8 erfahren, aber halt nicht alles. Und das ist auch okay, weil wir brauchen in Episode 9 was und mir macht es überhaupt nichts aus. Würde es dir was ausmachen, wenn du es niemals komplett erfährst, wer er ist? Nein. Ja, mir auch nicht. Finde ich sogar cool. Ich finde, ist ein Mysterium, kann durchaus bleiben. Das ist völlig okay. Ich meine, wir wissen dann, was wir über den wissen müssen. Sprich, er ist böse, er will Macht und dann ist das völlig okay. Guck doch auch mal, wie cool das mit der Originaltrilogie war, wie der Imperator dargestellt wurde. Wir hatten dann noch nicht die Prequels, wir hatten nur die Originaltrilogie. Und da wusstest du noch nicht, dass es Senator Palpatine von Naboo war. Das war einfach diese Figur, die irgendwie ein Jedi manipuliert hat, auf die dunkle Seite zu kommen, dieses alles überschattende Böse. Wieso, weshalb, warum, wo er herkam, wusste keiner zu diesem Zeitpunkt. Und irgendwie hat es auch diese ganze Star Wars Originaltrilogie ausgemacht, nämlich, dass wir einfach auch, wir hatten nicht zu allem einen Wikipedia-Eintrag. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist auch gut so, teilweise. Ja, und wie gesagt, ich glaube aber auch, dass das ein Teil der Fantasie anregt, wenn du nicht alles weißt. Definitiv. Ja. Das geht aber heute anscheinend nicht mehr, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass das die Massen nicht mehr erreicht. Ja, wenn du heute in einem Film nicht restlos ausklärst, warum der auf dem Klo 3 Muscheln hatte oder so, dann geht das total vornüber, dann fängt das an mit einem riesigen, großen Flame-Geheule im Internet und so weiter. Das geht nicht. Also wirklich nicht. Ich finde, ein bisschen Fantasie, Leute, das ist, was Star Wars ausmacht. Und ich habe vor einer Woche oder was habe ich mit meinem Chef diskutiert, der ist ein glühender Star Wars-Anhänger, der hat bis jetzt jeden Star Wars-Film nach Episode 6 vernichtet im Urteil. Ich sag, warum? Ja, deshalb. Ich sehe, aber du kannst das nicht mehr machen wie früher. Ja, das ist aber dann kein Star Wars. Das ist kacke. So. Ich bin da machtlos. Also, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Star Wars weiterhin was für die Fantasie macht. Okay.
Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Wir haben jetzt Snoke sehr wahrscheinlich nicht als, ja, war sowieso klar, dass er kein zentraler Fokuspunkt wird von Episode 8, aber einfach nicht als, ja, irgendein Fokuspunkt, sondern mehr oder weniger, würde ich behaupten, so ein bisschen mehr als das, was wir in Episode 7 hatten. Wir werden ihn wohl dann auch nicht als Hologramm sehen, werden aber wohl auch nicht viel mehr über seine Origin-Story, zumindest in Episode 8, erfahren. Für dich ein Problem oder für dich vollkommen in Ordnung? In Ordnung, wenn wir Kylo Ren mehr beleuchtet bekommen, wenn wir irgendwie was über Rey mehr erfahren, wenn der Konflikt aufgelöst ist, was Luke tatsächlich konkret passiert ist. Das sind, denke ich mal, Sachen, wo jetzt eher der Schwerpunkt gefragt ist. Und aber was ich brauche generell zu Snoke, um jetzt, sage ich mal, dieses mystische Gefühl und auch ein bisschen, sag ich mal, die Furcht vor ihm mehr zu sehen. Er hat zwar jetzt, sag ich mal, den Senat zerstört, also es war ja halt General Hux auf der Station, aber ich brauche noch irgendwo, er muss irgendwas an sich haben, irgendeine Fähigkeit, und die habe ich bisher noch nicht gesehen. Alle haben zwar irgendwie scheinbar von der Ersten Ordnung Ehrfurcht vor ihm. Ich fand es auch interessant, dass sie angedeutet haben, dass Leia Snoke schon kennt, aber sie nichts weiter erklärt haben. Finde ich super. Aber er muss irgendeine Fähigkeit haben. Er muss, also ich meine, der Imperator war extrem schlau und gerissen, hat irgendwie große Strategien gefahren in Episode 6 auf jeden Fall auch. Und sowas muss ich bei Snoke irgendwie, will ich das in Teil Episode 8 noch sehen, dass er irgendeine coole Aktion startet. Zum Beispiel wäre dann vielleicht der vernichtende Angriff auf den Widerstand oder auf die Reste der Senatsflotte, dass er das befehligt, weil die anderen sich hinbekommen, muss er jetzt kommen mit seinem Supersternzerstörer und hier mal ein paar coole Befehle geben. Wenn das noch kommt, dann bin ich zufrieden. Dann sage ich, okay, der Typ ist zu fürchten, vor dem muss man Respekt haben. Und dann muss ich auch nicht wissen, wo er herkommt. Wenn ich das alles nicht kriege, dann muss ich wissen, warum, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, warum hat Palpatine ihm die Flotte überlassen? Da muss irgendwie erklärt werden, wenn man nicht sieht, dass er ein mega Bösewicht ist. Ja. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Also irgendwie muss man natürlich auch so ein bisschen den Schrecken begründet bekommen, der so um Snoke zelebriert wird. Da bin ich absolut bei dir. Ich gehe auch davon aus, da werden sie irgendwas in die Richtung machen. Ich fänd's halt ganz cool, wenn wir ein paar Antworten bekommen, aber nicht alle. Nämlich so, dass zum Beispiel, was hat Snoke in dieser unbekannten Region gemacht? Auf welchem Planeten war er da eventuell? Mit was hat er da seine Zeit vertrieben? Aber nicht, woher kommt er? Was entstammt er für eine Rasse oder sowas? Das sind alles Sachen, wo ich nach wie vor, ich sag's euch, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden sie das auch zerstört haben, wo ich mich jetzt... Snoke-Spin-Off. Warte mal ab mit dem Snoke-Spin-Off. Aber das Mysterium um Yoda, sie werden es uns auch noch zerstören. Und da habe ich extrem Schiss davor. Das Comic zu Yoda war da, sagen wir mal, relativ human. Hat ein paar Sachen da angedeutet. Yoda kämpft gegen ein Steinmonster und was weiß ich. Was jetzt nicht so super toll ist. Aber wir wissen nach wie vor nicht offiziell, was er für eine Rasse ist. Oder wir wissen nach wie vor nicht wirklich viel über seine Ausbildung oder solche Sachen. Ich möchte es nicht wissen. Wenn ich es wissen möchte, dann in irgendwelchen Filmen, die vielleicht noch kommen, die vor seinem Tod spielen, wo er mal eine kurze Anekdote, so wie Palpatine das über Plagueis gemacht hat, in dieser Opernszene. Sensationell. Du kriegst einen kurzen Einblick, aber das war's auch schon. Das wurde nicht, wo wurde er geboren und wo hat er studiert und was weiß ich, sondern wirklich nur mal so einen kurzen Einblick. Und wenn sie das machen, dann bin ich mit zufrieden. Ich glaube nur, der Jonathan hat eine Sache super beleuchtet und ich bin da auch jemand, ich spreche das dann auch immer ganz ehrlich aus, und das ist ganz einfach, man hat das Gefühl auch, die Kinolandschaft beziehungsweise die Kinogänger, die verblöden ganz einfach. Man muss es wirklich so sagen. Es ist leider Gottes so mit anzuschauen, dass Filme, die ja, wo ich jetzt nicht sagen muss, wo du ein 15-jähriges Studium hinter dir haben musst, um die zu verstehen, aber die ganz einfach ein bisschen inhaltlich, ein bisschen Gewicht, ja, ein bisschen reichhaltiger sind als irgendwelche Filme wie einen Transformers oder sei es auch Deadpool oder sowas. Nix gegen die Filme. Ich habe auch Spaß gehabt am ersten Transformers und ich habe auch gelacht bei Deadpool, zumindest bei einigen Sachen. Es lässt sich aber doch schon erahnen, dass einfach, ja, die Popkultur und auch die Kinolandschaft ist immer
ein Spiegelbild der Gesellschaft gewesen, schon immer. Und ich finde ganz einfach, du merkst hier ganz krass, dass so ein bisschen die Verrohung des Ganzen, also sei es bei Comedy und sonstigen Sachen, ist es so, da ist ja nur noch Pimmel, Arsch, Kacke, was weiß ich, nonstop. Da ist ja auch, da ist nicht mehr dieses, ja, was ich damals so ein bisschen, ich meine, wo sind denn die ganzen Spoof-Movies hin? Wie zum Beispiel ein Top Gun oder wie zum Beispiel Spaceballs und solche Geschichten. Das sind ja Sachen, die haben mit einem ganz anderen Comedy funktioniert damals. Wenn die heute rauskommen würden, würde die keinen Arsch mehr anschauen. Und dementsprechend ist es so, dass ich glaube, dass dass einfach zu viele Kiddies heute im Internet sind und sagen, wo kommen wir jetzt her und was, wie, was für eine Rasse und Scheißfilm, ey, haben sie nicht erklärt. Ja, es ist einfach nicht mehr dieses Gefühl da, dass du nicht alles wissen musst, dass du einfach diesen Mythos um manche Sachen kreierst, der im Endeffekt aber auch die ganze Marke ausmacht. Und ich finde, dass Disney das momentan ganz gut handelt. Ich hoffe, sie halten dem Ganzen stand, denn viele anderen Sachen haben es versaut, wie halt zum Beispiel Alien Covenant etc. Da weißt du jetzt, wer hat die Aliens hier zusammengebastelt und das sind alles Sachen, die braucht man eigentlich nicht unbedingt und die finde ich eigentlich in dem Maße dann auch schon echt traurig. Dass Snoke jetzt nicht der absolute Fokuspunkt ist, wie gesagt, ja, ich möchte ihn definitiv nicht als Hologramm sehen, das ist mehr oder weniger schon bestätigt, weil er als animatronische Puppe da mehr oder weniger hergestellt wurde. Also von daher, ich möchte ein paar Sätze, vielleicht auch einen Dialog mal haben mit ihm und Kylo Ren, das würde mich mega freuen und vielleicht auch seine Pläne so ein bisschen mehr preisgeben, vielleicht auch einen Dialog zwischen ihm und Luke Skywalker fände ich ganz cool. Ansonsten denke ich, wir werden um einiges mehr Snoke bekommen in Episode 9. Na gut. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, bitte. Zu der Sache Entmystifizierung, mir ist gerade noch eingefallen, und zwar war ich mit meinem Schwager in Alien Covenant. Der hat Alien relativ spät gesehen. Und der ist nicht mit diesem Gefühl aufgewachsen, woher kommen die? Die sind mega fremd. Sondern er ist einfach, irgendwann hat den Film gesehen und meinte, der ist ja cool. Dann ging es weiter mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften. Und er meinte jetzt zum Beispiel, nachdem er erfahren hat, wie die Aliens zustande gekommen sind, er fand es mega cool. Er meinte, das war total genial. Und das ist, glaube ich, die Befürchtung, die ich hätte bei Star Wars in Zukunft. Ich bin als Kind noch, ich habe die Kassetten geguckt und sehe Yoda. Und ich denke, oh, was, es ist er und was ist mit ihm und Horner? Und Leute heutzutage, auch ich bin ja Erzieher, ich sehe ja Kinder, die reden ja auch über Yoda. Die freuen sich, wenn sie noch einen Film über Yoda kriegen und erfahren, wo er herkommt. Das ist echt erschreckend. Die legen keinen Wert darauf, dass es mystifiziert ist. Weil sie das einfach früher, die haben die Filme ja nicht gesehen als Kinder. Für die war die ja nicht 20 Jahre lang dieses, oder noch länger, dieses mystische Wesen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich auch Befürchtungen hätte, dass sich in Richtung Yoda da Sachen entwickeln, die vielleicht nicht cool sind für uns. Ja, ich würde es sogar insoweit den Kindern in Anführungsstrichen, wenn man das mal so nennen darf, durchgehen lassen, dass man ganz einfach sagt, Kinder sind ja sowieso sehr wissbegierig und möchten ja sowieso auf alles eine Antwort und auf alles eine Erklärung. Da fällt es natürlich mit rein. Ich sehe das einfach aus dem Blickpunkt für die Kinder sei das absolut genehmigt. Für Leute wie uns, die damit aufgewachsen sind und teilweise ja Jahrzehnte sogar auf die Weiterführung der Saga gewartet haben, ist es dann ganz einfach so, dass dieser Mythos, der sich um das Ganze gesponnen hat, nämlich aufgrund dessen, dass wir so lange gewartet haben und keine Antworten bekommen haben, haben eigentlich dieses ganze Franchise so befruchtet und zu dem gemacht, was es eigentlich ist. Und das war ja schon der Fehler von George Lucas, als er dann mit den Prequels angefangen hat, dass er gedacht hat, oh, jetzt wollen wir aber den Leuten auch mal alles erklären. Und ey, übrigens, der kleine Junge Anakin Skywalker hat C-3PO gebaut und übrigens, die Macht, das sind eigentlich kleine Krüppel, die in deinem Blut rumschwimmen und so ein Mist. Das sind ja alles diese Sachen, die Star Wars Anhänger nachher ihm mehr oder weniger auch schlecht angerechnet haben, nämlich diese Sachen, wo versucht wurde, zu viel zu machen. Und ich nehme mich da nicht raus. Ich bin da vielleicht auch ein kleiner Hypokrat, weil wenn ich mir überlege, meine erste Episode 7 Review, die leider Gottes oder Gott sei Dank nicht brauchbar war und wir mussten sie nochmal aufnehmen, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, dass 3 Millionen Fragen aufgeworfen wurde und keine davon mehr oder weniger beantwortet. Ich bleibe ein bisschen bei dem Kritikpunkt, weil gerade
was zwischen Episode 6 und Episode 7 politisch und sowas passiert ist, hätte besser beleuchtet werden sollen. Aber dieses Positiv zerfrisst mich das innerlich, weil ich wissen möchte, wie Kylo Ren denn jetzt zur dunklen Seite gekommen ist. Wie hat Snoke mit ihm Kontakt aufgenommen? Wie ist das abgelaufen mit diesem Jedi-Tempel? Das ist kein ärgerliches Fragen, indem ich sage, so ein Scheißdreck, das haben sie mir nicht erklärt, sondern oh, ich möchte das wissen, ich kann es nicht abwarten, auf welche Art und Weise ich das erfahren werde. Entweder mit einem Spin-Off-Film oder mit einer Flashback-Szene oder wir werden da definitiv, oder vielleicht werden wir es auch nicht erfahren, wie er Kontakt, das wäre auch nicht schlimm. Denn nicht alles, was nicht hundertprozentig erklärt wird, ist dann auch gleich ein Plothole. Das muss man immer so ein bisschen auseinanderhalten. Aber das ist sicherlich, das ist auch aus jeder Perspektive anders. Also ich kenne da durchaus auch Leute, mit denen war ich in Alien Covenant drin, die fanden das sensationell und die fanden diese Entwicklung alles super geil. Und ich habe mich dann krass drüber aufgeregt und haben sie gefragt, warum denn? Das ist doch eine coole Antwort, habe ich gesagt. Ich wollte aber gar keine. Es wurde auch das Publikum gar nicht gefragt, ob wir denn eventuell eine Antwort haben wollen. Mir hat es schon gereicht, dass da ein Raumschiff abgestürzt ist, wo lauter Eier drin waren. Und diese Eier haben übelst krasse Viecher hervorgebracht. Das hat schon gereicht. Im Kopf sind da viele Sachen. Die hätten ja von sonst wo kommen können. Bitte? Die hätten ja von sonst wo kommen können. Wir werden es nie erfahren. Ja. Ja, genau. Die hätten, was auch immer das hätte sein können. Ich meine, dass du so leichte Ursprünge siehst, dass eventuell halt, jetzt sind wir bei Alien im Star Wars Talk, aber dass die Ingenieure die Aliens erschaffen haben, okay, wie, was, wo, weshalb, das braucht man nicht immer unbedingt. Und das sind diese Sachen. Ich wünsche mir, dass sie bei Star Wars dabei bleiben und bis jetzt, Chapeau Disney, machen sie das eigentlich ganz gut. Also, da gibt's durchaus schlechtere Geschichten, die hätten sein können. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal weiter. Und es entscheidet sich jetzt im Juli, welches Spin-Off denn 2020 in die Kinos kommen wird. Es ist noch nicht offiziell wohl. Es war ja durchaus so geplant, dass der damalige Regisseur von der Neuauflage von Fantastic Four, der sich da ja nicht unbedingt eine goldene Nase mit verdient hat, abgesprungen ist, beziehungsweise von Disney abgesprungen wurde, würde ich mal so ausdrücken eher. Das sollte ein Boba Fett-Movie sein. Allerdings kursieren jetzt mehrere Gerüchte, wie, was, wo, was sie eventuell machen und es ist nicht mehr hundertprozentig klar, ob sie jetzt beim Boba Fett bleiben. Ganz einfach auch, weil, würde ich sagen, aus der Community doch schon so ein bisschen der Tonus kam, dass es heißt, okay, warum denn unbedingt Boba Fett? Es entscheidet sich jetzt im Juli. Ich gehe mal davon aus, wir werden dann auch so Juli, August oder so Richtung Comic-Con eventuell auch erfahren, was das nächste Spin-Off wird. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, mit was rechnet ihr und was wünscht ihr euch? Jonathan, fang doch mal an. Nur kurz zum Thema Boba Fett. Ich finde, das ist ein Charakter, den kann man doch wunderbar in einem Spin-Off als Nebencharakter haben, jo, und nicht als Hauptcharakter. Es ist völlig überflüssig, den als Hauptcharakter zu haben. Wir kennen ja seine Story im Grunde genommen. Finde ich überflüssig. Und ich weiß nicht, ob es jetzt vom Tisch ist, aber was ist mit dem Obi-Wan Kenobi-Spin-Off? Ich finde, da gäbe es durchaus Potenziale, die man nutzen könnte. Ewan McGregor ist im perfekten Alter. Er hat gesagt, er würde es machen. Ich glaube auch, da kommt was, Jonathan. Das Problem, was mit dem Obi-Wan-Ding ganz einfach nur ist, sie sind, finde ich, schon ein sehr weites Stück gegangen mit Rebels. Damit haben sie das nicht unmöglich gemacht mit dieser Obi-Wan-Geschichte, weil da ist eine riesen Zeitspanne dazwischen. Das ist kein Problem. Aber dass sie dieses Thema überhaupt in Rebels verfrachtet haben, ist für mich so ein kleines Anzeichen, so entweder, wir gucken mal, wie es ankommt, um mal ein kleines Feedback zu bekommen von der Community, ob sie da wirklich so krass Bock drauf hätten, oder es ist uns momentan nicht so wichtig, dementsprechend kann das einfach auch diese Kiddie-Serie abhandeln. Das ist ein bisschen, also ich gehe davon aus, das wird früher oder später einfach passieren, aufgrund dessen Ewan McGregor im perfekten Alter. Ewan McGregor will's, Disney will's, Fans wollen, in irgendeiner Art und Weise wird es passieren. Ja, ansonsten, also ich hoffe wirklich nicht, dass sie sich was in Richtung Yoda machen, aber was ich auch schon jetzt öfter gehört habe, was ich auch nicht verkehrt finde, warum nicht mal wirklich 1000 Jahre zurückgehen? Ja, bitte! Warum nicht mal einfach ganz, ganz weit zurückgehen? Fände ich geil. Ja, definitiv.
Ja, Mario, wie sieht's bei dir aus? Was denkst du, in welche Richtung wir jetzt gehen mit dem neuen Spin-Off und was erhoffst du dir? Puh, ja. Also, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich persönlich, und das ist, was mich am meisten wundert, ich bin wirklich nicht auf den Han Solo-Film gehypt. Was krass ist, aber ist so. Ich auch, null. Null. Ja, und das verstehe ich nicht. Weil also bei Rogue One war zumindest so ein bisschen Interesse, das sich dann mit den Trailern krass gesteigert hatte. Aber bei Han Solo, ich weiß, dass ich spätestens ab den Trailern auch schon wieder fiebern werde. Aber momentan, so eine Vorfreude ist 0,0 da. Ja, und das... Auch wegen dieser Entmystifizierung übrigens wieder. Woher kommt ja. Die Freundschaft mit Chewie? Wo ist Chewie geboren? Wann hat Han Geburtstag? Und solche Geschichten. Naja gut, ich meine, wenn du dich ein bisschen mit dem alten Kanon beschäftigst, hast du das schon irgendwann gehört, aber... Es ist ja nicht offiziell, darum geht's ja. Ne? Der alte Kanon interessiert mich ja insofern nicht mehr, da müsste Chewie ja auch schon vom Mond gestorben sein, ne? Vom Mond getroffen und tot sein. Also dementsprechend, der interessiert mich ja nicht. Es interessiert mich momentan nur das Offizielle und alles, was in diesem Film passiert, ist nach Abschluss der Dreharbeiten offizielle Star Wars Story und das ist... Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn sie den Schritt in die Vergangenheit machen, auf jeden Fall. Ich würde mich aber genauso freuen, wenn sie, weiß ich nicht, auch noch ein paar neue Helden einführen. Warum denn nicht in Verdammt nochmal? Ich meine, hier haben sie ja auch schon jede Menge reingepackt mit Rey, Finn und Co. Aber für mich ist wichtig, dass sie ihrer Linie treu bleiben, dass sie Star Wars treu bleiben und nicht abheben, ja. Also sprich, nicht anfangen, hier rumzuspinnen und... Meinst du Space-Wale und sowas? Ja, zum Beispiel. Ja. Also da habe ich mich echt gefragt, was musst du rauchen? Ja, was musst du rauchen, um das auf den Fernseher zu bringen? Nee, Obi-Wan würde ich gerne sehen, ohne Frage, allein wegen Ewan McGregor, aber ehrlich, hat bei mir auch nicht so die Mega-Priorität. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Geschichte mit Darth Maul dann abgehandelt schon ist und was wollen Sie dem jetzt noch zeigen, wie der Typ ein paar Jawas verhaut oder ein paar Tastenräuber den Popo verprügelt? Ich weiß nicht. Er halt irgendwie hilft, anderen Jedis zu helfen, die vor sich versteckt haben. Oder es wär trotzdem noch eine der wenigen Chancen, weil ich nicht glaube, dass wir jemals ein Darth Vader Spin-Off bekommen. Natürlich insoweit Darth Vader nochmal in den Obi-Wan-Spin-Off einzubauen, dass die beiden sich nicht hauen dürfen, ist klar. Aber ihn so weit einzubauen, dass er immer noch, und das ist zu dem Zeitpunkt der Fall, ein paar Jahre nachdem er sich wieder auf Tatooine befindet, auf der Suche nach den letzten überlebenden Jedis ist. Und das wäre ja was, einfach nur eine Sache, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar... Einmal sehen wir Ewan McGregor, der in der Wüste mehr oder weniger immer noch Badass ist und auf Luke Skywalker aufpasst und vielleicht ja die ein oder anderen Bösewichte verhauen muss. Und wir sehen Darth Vader, den Jedi-Killer, der auf dem absoluten Höhepunkt wieder seines Schaffens ist, der sämtliche Jedis auswendig macht, die sich irgendwo noch in der Galaxie verstecken. Und vielleicht auch da... dann ganz einfach sehen, wie er mehr oder weniger so ein bisschen auf die Spur von Obi-Wan kommt. Klar, wir wissen, er hat ihn nicht gefunden, aber vielleicht währenddessen andere Jedis gefunden hat, mit denen Ewan McGregor bzw. Obi-Wan Kenobi auch noch Kontakt hatte. Und wir sehen somit auch wieder einen Badass Vader in einem Lichtschwertkampf mit anderen Jedis. Und wir sehen Obi-Wan, der mehr oder weniger sich versteckt halten muss. Es gibt schon Möglichkeiten, das noch anständig zu machen. Es ist... Ja, definitiv. Also allein schon das, wenn du dir vorstellst, dass ihn vielleicht überlebende Jedis kontaktiert haben und er versucht hat, ihnen entweder Unterschlupf zu bieten oder sie eventuell irgendwo hinzuschleusen mit Senator Organa oder sowas zu kontaktieren, das aber nicht funktioniert hat und Darth Vader diese Jedis dann auswendig gemacht hat. Natürlich darf Obi-Wan zu diesem Zeitpunkt nicht da sein. Und dann stell dir doch, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, stell dir doch jetzt mal so eine epische Fight-Szene à la Rogue One mit Darth Vader und fünf Jedis vor. Oh mein Gott! Das wäre
Das wäre, der Film, nur wegen dieser Szene wird schon 100 Millionen mehr machen. Das wäre absolut, absolut traumhaft. Also möglich wäre es in die Richtung definitiv schon. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber Entschuldigung, ich bin da komplett reingekritscht. Hoffentlich weißt du noch, Mario, wo du ungefähr warst. Ich finde, sie sollten trotz der Masse an Star Wars Filmen, die sie machen wollen, sollten sie trotzdem überlegen, hey, brauche ich für diesen Charakter einen eigenen Film, ja oder nein? Kann ich nicht ein oder zwei Charaktere mit einem Frühstück, mit einem Film abfrühstücken, sowas? Und das ist halt eine Kunst, die Disney uns beweisen muss. Schaffen sie den, weil ganz ehrlich, ja, Boba Fett ist mittlerweile ein gehypter Charakter im Star Wars-Universum. Ich glaube, der Film würde auch jede Menge Leute ansprechen, aber die Frage ist, reicht das? Bitte? Was soll der denn machen, 2 Stunden lang? Ja, und genau aus dem Grund, ich weiß auch gar nicht, warum das von euch beiden noch keiner gesagt hat, natürlich ist der im Han Solo-Film. Dann ist auch natürlich klar, dass wir sehr wahrscheinlich sehen werden, wo hat er diese Schulden her von Jabba the Hutt, und dann werden wir auch relativ schnell sehen, wie Boba Fett sich aufmacht, ihn den Gar auszumachen. Und ich würde sogar nicht zusammenzucken, wenn wir am Ende rauskriegen, dass Boba Fett der Hauptantagonist des Films ist, nämlich derjenige, der versucht, Han Solo zu jagen. Also ich wette Geld drauf, wenn er nicht der Bösewicht ist, er taucht auf jeden Fall in Han Solo auf, Boba Fett. 100 pro. Das gehört zu Han Solo wie Chewie schon fast. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, wir sind noch 2 nette Spin-Off-Ideen gekommen. Einmal die Zeit zwischen Episode 3 und 4. Der Ausbau des Imperiums. Fände ich jetzt nur, weil ich Science-Fiction und Militär-Science-Fiction geil finde. Fände ich mal interessant aus der Sicht eines Typen aus dem Imperium. Oder halt, aber ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass Battlefront 2 behandelt das Thema ja zwischen 6 und 7. Bei Battlefront 2 ist es ja dann irgendwie tatsächlich so, dass die Sturmtruppen auf Endor die Explosion des Todessterns sehen. Und wie es dann für die weitergeht. Hätte ich in einem Spin-Off auch extrem geil gefunden. Ja, okay. Ja, Mario, hat sie noch was? Okay. Ich hätte natürlich gerne eine Origin-Story von den Spacewalen. 2 Stunden lang, fände ich mega cool. Und von dem Bendu und so, fände ich auch total toll, sich die Kuh in der Wüste die ganze Zeit anzugucken. Also, Horror-Szenario wäre ein Boba Fett und ein Yoda-Film. Ganz einfach nur aus einem Grund. Erstens mal ist Yoda ein super Side-Charakter, ist auch kein Hauptcharakter. Dem sein Gelalle kannst du dir doch keine 2 Stunden nonstop mit anhören und dann auch sein Rumgeflummi mit dem Lichtschwert. Das will ich bitte nie wiedersehen. Und dann möchte ich ihn bitte auch nicht entmystifiziert haben. Nein, weg. Selbe bei Boba Fett. Bitte nicht entmystifizieren, der Helm wird nicht abgenommen. Fertig. Das heißt, der ganze Film, der mit dem Helm rumrennt, seit Dread, wissen wir, geht, aber ist grenzwertig beim Boba Fett, wo du ja gar nichts vom Gesicht siehst. Dazu ist es auch, es ist ein Zeitcharakter, das ist kein Hauptcharakter. Bitte nicht. Wird in Han Solo sein, bin ich mir relativ sicher. Eine Sache hätte ich total Lust drauf. Der Schauspieler ist sehr wahrscheinlich zu alt. Ist natürlich Liam Neeson. Ich mag total Qui-Gon Jinn. Ich hätte gerne mehr von Qui-Gon Jinn erfahren. Eventuell auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er überhaupt, oder vorher, als er noch Padawan von Darth Sidious, nicht von Darth Sidious, von Darth Tyranus war, dass man das eventuell so ein bisschen beleuchtet sieht. Das fände ich ganz cool, weil das ist jetzt auch nichts Entmystifizierendes. Wir wissen, dass er der Padawan und sowohl auch von Yoda war, aber einfach so ein bisschen sein Charakter mehr zu sehen, weil es ist ja schon so ein kleiner Rebell, fände ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob er zu alt ist, aber das könnte sogar noch in der Prequel-Ära spielen.
Ein Mace Windu-Film fände ich nach wie vor, wenn sie das irgendwie cool machen, wo nicht er jetzt der hundertprozentige Fokuspunkt ist, weil auch da, wenn du einen Film hast rund um Mace Windu und den Jedi Order, da kannst du auch wieder den Yoda mit reinbringen und solche Geschichten. Da kannst du vielleicht sogar auch Ewan McGregor, ich weiß nicht, ob er, wenn du ihn jetzt noch genauso stylst wie in Episode 3, ob du das merkst, dass er da viel älter geworden ist oder nicht. Er hat sich super gehalten, das könnte ich jetzt nicht sagen. Kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie der Storyverlauf ist, dass es eventuell gar nicht so schlecht ist. Natürlich ist klar, Knights of the Old Republic wäre natürlich Porno, Darth Revan oder Darth Bane. Aber irgendwie hat sich eine Sache, und nachdem ich die auch vor längerer Zeit mal gehört habe, bei mir festgefressen, ich möchte bitte einen Palpatine-Film. Ich möchte bitte einen Palpatine-Film, und der darf auch Palpatine heißen. Und auch da ist wieder nichts Entmystifizierendes dabei, denn wir wissen, Er war der Schüler von Darth Plagueis. Wir wissen, er hat Darth Maul als Schüler genommen. Alle Sachen, die da passieren, die wissen wir schon. Die haben wir nur nicht so gesehen. Die einzige Sache, die wir nicht gesehen haben, die wir aber eigentlich auch wissen, aber zumindest nur aus dem Darth Plagueis Buch, das leider nicht mehr Kanon ist, ist, dass Darth Sidious, ja, beziehungsweise Palpatine, seine gesamte Familie mehr oder weniger als Test für Darth Plagueis umbringen musste, um zu zeigen, dass er wirklich komplett auf der Dunklen ist, was ja schon ein krasses Ding ist, aber eine coole Brücke schlägt zu Kylo Ren jetzt auch wieder. Und da habe ich sogar einen Hauptdarsteller, nämlich Tom Hiddleston, der den Loki spielt. Den kann ich mir richtig cool vorstellen als jungen Palpatine. Und da kann ich mir auch richtig geile Story vorstellen, einfach nur aus einem Grund. Ich weiß nicht, ob man das will, aber meistens sind ja die Charaktere von der dunklen Seite sind ja gefallene Charaktere. Das heißt, die sind nicht aufgewacht und waren direkt der Imperator und wollten die ganze Galaxie unterjochen, sondern das sind meistens gute Menschen, denen schlechte Sachen passiert sind, die sie dann auf diesen schlechten Pfad geführt haben. Ist es dann so, dass wir den Imperator vielleicht dann als Jammerlappen à la Anakin sehen, wenn wir ihn vielleicht anfangs noch als halbwegs guten Charakter sehen, der einfach zur dunklen Seite verführt wird? Oder wär's eine coole Geschichte? Das kann ich nicht einordnen, da bin ich mir relativ unsicher. Aber den Zeitpunkt ab seines Trainings, da könnte der Film anfangen. Und wisst ihr auch warum? Das heißt, den Zeitpunkt seines Trainings bis zum Zeitpunkt von dem Tod von Darth Plagueis, wen würden wir sehen? Darth Maul. Und das wäre, weil den könntest du da einbauen und müsstest ihn nicht mehr zeigen als in Episode 1, weil sowohl Darth Plagueis wusste von Darth Maul, wie natürlich auch Darth Sidious, der ihn trainiert hat, weil das war mehr oder weniger der Sith-Assassine, den sie angesetzt hatten auf mehrere Ziele, wäre das doch so geil, das Training von Darth Maul zu sehen. Du könntest Ray Park nochmal benutzen und könntest eventuell ein paar Action-Szenen sehen, wie Darth Maul Befehle von Darth Sidious ausführt. Oh mein Gott! Es wäre so oberepisch supergeil. Da würde ich mich so krass drauf freuen. Also das wären so die Sachen, wo ich sage, die wären sehr cool. Wie gesagt, zu den Charakteren wie ein Mace Windu oder auch ein Qui-Gon Jinn wird es schwer, einen ganzen Film aufzuziehen. Ich habe die Charaktere nur eigentlich ganz gern gemocht und mich würde es nicht stören, wenn darum noch irgendwie irgendeine Storyline gewoben wird. Eine ist noch total interessant für eine Spin-Off-Idee, und das wäre, was ist denn genau passiert mit diesem Meister Sife Diaz? Das haben wir in diesen Clone Wars ein bisschen gesehen, für alle, die jetzt zuhören und denken, Sife was? Dieser Meister Sife Diaz ist der angeblich die Klonarmee auf Kamino in Auftrag gegeben haben soll für die neue, für die Republik. Und das wurde natürlich alles ein bisschen beleuchtet in Rebels, wäre aber trotzdem, ja, so ein interessantes Ding. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was Intrigantes mit einbauen und so. Also von daher allgemein um den Jedi-Orden hätte ich gerne noch mal was gesehen. Problem bei dieser Sache ist, wenn du zu dieser Prequel-Zeit zurückgehst, gehst du auch zu der, ja, wie soll ich sagen, von George Lucas Prequel-mäßigen Storyline eingeführten Story zurück. Und das heißt, es gibt Midi-Chlorianer und keine Kinder und sowas, Mönche. Das versucht Disney ja so ein bisschen zu begraben und das nochmal zu beleuchten, was sie jetzt unbedingt im Film auch nicht müssten. Halt ich für ein bisschen dangerous. Aber wie gesagt, Star Wars-Universum ist groß, und wenn ich jetzt mich festlegen sollte, bitte macht was mit Leuten, die wir nicht kennen. Auf einem Planeten, den wir nicht kennen, mit einem Problem, das wir nicht kennen. Das ist die ganze Galaxis.
ohne Imperium, ohne Vader, nur mit Macht. Die Macht gibt's im ganzen Universum. Bin ich vollkommen zufrieden. Ich muss keinen Charakter kennen, keinen Planeten kennen. Einfach eine geile Storyline. Und das wäre schon cool. Jetzt spontan wollte eigentlich noch zum nächsten Thema. Kommt mir eine Sache in den Kopf und die finde ich abgefahren geil. Und für alle die das MMORPG Knights of the Old Republic kennen und dazu die letzte Expansion mit den Zwillingen. Wer diese CGI-Zwischensequenz gesehen hat, das wäre ja wohl ein Film, da kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Wie geil dieser Film wäre. In dieser Art und Weise. Bitte macht so einen Film. Tausende Jahre davor und genauso. Mein Gott, die Zwischensequenzen, die BioWare gemacht hat zu den Spielen, wenn du die alle hintereinander anguckst, sind die besser als die Prequels. Das bitte macht was in die Richtung. Das wäre. Was ist das mit diesen hunderten Sith, das, die mit den roten Schwertern da auftauchen? Das ist einmal das, aber die ganz neue von letztem Jahr, in Anführungsstrichen, ganz neue, oder die ganz neuen sind zwei Zwillingsbrüder von dem Urimperium, mehr oder weniger, wo die um die Gunst ihres Vaters streiten, der über Sith Lord ist. Ich weiß nicht, kennst du die Zwischensequenz nicht? Die kenne ich noch nicht. Oh, du Glücklicher, ich würde sie auch gerne nicht kennen. Wo die in so einem Hangar kämpfen? Nein, das ist die ganz alte. Oh, ich freue mich jetzt schon, dir das zu schicken, weil das ist so abartig geil. Das ist so unfassbar. Und die darauf folgende, das ist noch gar nicht so alt, ist mit dem Mädchen, das dann mehr oder weniger hier Logan-mäßig aufgezogen wird zur absoluten Killerwaffe. Auch wenn, ich freue mich jetzt schon, dir das zu zeigen. Aber die Leute, die zuhören, manche von denen wissen bestimmt, von was ich rede. Das wären natürlich sensationelle Filme. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter und dann sind wir dann auch soweit durch mit dem Thema Episode 8. Haben wir noch zwei Sachen, und zwar einmal, Luke Skywalker hat getweetet, dass er ja grundlegend widersprochen hat mit dem Porträt von Luke Skywalker in Episode 8. Das heißt, wie Rian Johnson vorhatte, ihn auf der Leinwand zu porträtieren. Er hat sich da was anderes erhofft. Jetzt ist meine Frage an euch. Ist das positiv oder eher negativ? Mark Hamill hat noch mal hinten angefügt, dass er gesagt hat, er hat sich schon oft geirrt und er hat sich jetzt hier auch geirrt, wartet, bis ihr den Film seht. Aber das hat er dann so ein paar Tage danach hinterher getweetet. Die Aussage an sich, die hat einen dann doch schon erstmal zusammenzucken lassen. Oder wie sah das bei dir aus, Jonas? Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen. Da dachte ich auch so, okay, interessant. Aber ich habe dann mehr auf das geachtet, was er danach gesagt hat, weil, also ich verfolge Rian Johnson schon ein bisschen länger. Und das ist so ein Typ, der schreibt ja, glaube ich, auch die Story, zumindest zu Episode 9. Der hat sich was dabei gedacht, wenn er das so darstellt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ich mache ab und an Kurzfilme und arbeite mit Schauspielern zusammen. Die haben ihre eigene Vorstellung, wie sie was haben wollen. Auch wenn sie die ganze Story nicht kennen. Ich kann mir vorstellen, dass Mark Hamill dann alles gesehen hat und wie das aufgebaut ist und wer ihn, sag ich mal, in Szene setzt. Und ich finde, das ist dann eigentlich ein positives Zeichen, dass der Schauspieler selber dann am Ende sagt, okay, nee, geil. Das ist geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dabei rauskommt. Cool. Also ich bin danach eigentlich eher positiver gewesen. Ja, absolut. Mario, wie sieht's bei dir aus? Die Aussage von Mark Hamill ist für dich auch ein Schrecken gewesen am Anfang, und beziehungsweise hat es ja dann nochmal relativiert. Was sagst du zu dem Ganzen? Naja, ich finde, Mark Hamill hat durchaus als Schauspieler natürlich die Verpflichtung, auch über seine Rolle nachzudenken und so. Und wie Jonathan das so schön sagte, es ist durchaus möglich, dass Regisseur und Schauspieler das nicht einer Meinung sind. Was daran liegen könnte, der Regisseur in dem Falle, Rian Johnson, der sieht die Trilogie, die Entwicklung des Charakters über die geraume Zeit, während Luke Skywalker, oder beziehungsweise eigentlich heißt er ja Mark Hamill, das natürlich nur über einen kurzen Zeitraum sieht, nämlich die Szenen, die er spielt, und hat vielleicht noch gar keine Ahnung, was in Episode 9 noch auf ihn wartet. Und wenn jetzt hat er das gesehen und das revidiert, und dann ist das okay. Schlimmer ist, wenn die sich überhaupt nicht mehr einig werden und am Ende dann der Schauspieler im Kino sitzt und sagt, naja, also das war totaler Dreck, mit dem arbeite ich nicht mehr. Das wäre katastrophal. Jetzt kommen wir zu dem Charakter von Benicio del Toro, der eigentlich einen Namen hat, der nur aus zwei Buchstaben besteht, und zwar JD.
alle haben natürlich, JD, wie heißt er denn jetzt richtig? Daraufhin hat Rian Johnson geantwortet, wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr, was diese Buchstaben bedeuten. Daraufhin ist natürlich das Internet mal wieder komplett aus dem Häuschen gewesen und ausgerastet und hat natürlich die sinnvollste Zusammensetzung dieser beiden Buchstaben genommen und das ist, nee, Entschuldigung, er heißt nicht JD, er heißt DJ, ich hab's vertauscht. Und das wäre Dark Jedi. Er würde so ein bisschen passen, wenn wir ihn uns jetzt so ein bisschen anschauen. Der Kollege sieht natürlich nicht so mega gepflegt aus mit seiner dunklen Garderobe, die er da anhat. Würde in die Richtung ganz gut passen. Kann aber auch sein, dass am Ende des Films rauskommt, dass er halt mega gut am Turntable ist. Darüber heißt der DJ. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es natürlich ein krasser Hint dahin, dass diese beiden Buchstaben irgendwas Spezielles sein sollen. Dann ist das Internet natürlich auch gleich mal wieder ausgerastet und hat gedacht, es könnte ja Ezra sein, was leider Gottes zeitlich definitiv passen würde und eventuell auch auf diese Entwicklung Richtung Dark Jedi hinpassen würde, was grausam wäre, bitte nicht. Würde mich jetzt einfach nur mal interessieren, was ihr denn von diesem Charakter haltet. Dann die Aussage, der gute Kollege heißt DJ und die beiden Buchstaben scheinen wohl bezeichnend für den Charakter zu sein und wir würden wissen, was das für ein Charakter ist am Ende des Films und was die beiden Buchstaben bedeuten. Lasst mal eure Fantasie freien Lauf, dann würde ich sagen, Mario, fang mal an. Ja. Könnte es Ezra sein? Ich weiß ja nicht, wie groß die Rolle jetzt sein wird. Wenn der jetzt 2 Sekunden auftaucht und danach hops geht, könnte das von mir aus Ezra sein. Soll mir Latte sein, aber ansonsten, ich habe auch schon lange überlegt, was das sein könnte, ob ich den kenne oder so. Aber du weißt, wie das ist. Da ist eine Narbe und wenn die auf der linken Arschbacke ist, dann ist die fast im Gesicht. Da ist nicht mehr viel Platz und dann könnte das Ezra sein. Der wächst ja noch. Also, keine Ahnung. Wir müssen gucken. Ich denke mal, das wird... Wie fändest du denn, wenn es ein Dark Jedi ist? Das käme drauf an, wie die Story rundherum ist. Okay. Ja, weil es ist halt, wie gesagt, die Frage, ob es die Sith noch gibt. Weil vielleicht offeriert uns Star Wars ja hier, ja, Sith ist nicht mehr. Jetzt lebt mit den dunklen Jedis und mit den grauen und mit der hellen Jedi-Seite. Und dann müsst ihr damit leben. Ja, aber das ist halt so. Ich bin mir nicht sicher. Ich will mir da jetzt auch nicht im Vorfeld alles kaputt machen, indem ich den jetzt verurteile oder so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir ja auch schon Saul Guerrera nochmal gehabt, der es geschafft hat, in nicht nur beiden Animated-Serien vorzukommen, sondern Verräter! Einmal musste ich es machen. Sorry. Aber guckt euch mal The Last King of Scotland an. Da spielt ja auch der gute Alte mit. Da sagt er sowas Ähnliches, sagt er auch, ich bin umgeben von Verrätern. Scheint seine Paraderolle zu sein. Ich würde wegkippen, Entschuldigung. Verräter. Grausam. Nein, wie gesagt, und das ja, ist ja übrigens praktisch... zu den Spin-Offs, ich hätte gern Saw Gerrera Spin-Off nicht. Danke. aber wie gesagt, das hat ihn ja praktisch den Charakter, also das hat ja die Serien geadelt, dass er auch im Kino zu sehen war und ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir Charaktere aus den Animated Series... Dreh's nicht um, Mario, dreh's nicht um. Der war erst im Kino, dann in der Serie. Andersrum war's noch nie. Ne, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Er war zuerst in Clone Wars? Nein, war er nicht. Ja gut, den Charakter haben sie genommen, den Namen, weil er erst in Clone Wars ganz zurück war. Den Charakter, den wir kennen, dieser General, der militante Rebellen befolgt, den haben wir so erst in Rogue One gesehen. Die haben da irgendeinen Namen aus dem Hut gezaubert, der schon mal in Clone Wars eine Rolle gespielt hat. Jeder, der den Teil in Clone Wars gesehen hat, das war kein Spitz, das war maximal ein Zeit-Charakter. Das kannst du so nett ummünzen auf einen Ezra, der Main-Fokus der Serie ist und dann auf einmal ein dunkler Jedi ist in dem Film. Das ist schon ein anderes Kaliber, als irgend so einen Fußsoldat zu nehmen, ne? Der dann im Endeffekt dann ja jetzt auch, wie viel Screentime hat er? 5 Minuten maximal. Und das hat Benicio del Toro definitiv nicht. Dafür holst du keinen Benicio del Toro. Naja, ne? Roger Whittaker ist ja auch nicht gerade leicht.
Ja, ist ja auch Oscar-Gewinner und so. Ist er nett, aber ich würde sagen, auf dem, beziehungsweise die Rollenangebote und die Kinopräsenz wie in Del Toro hat er definitiv nett. Ach, jetzt ganz nicht im Moment, das ist richtig. Ja. Naja, aber wie gesagt, ist nicht auszuschließen. Ich lasse mich überraschen. Ich wüsste wirklich nicht, wen er sonst darstellen kann. Also, irgendein Dark Jedi von mir aus, aber jetzt als reinen Charakter, ich habe keine Ahnung. Okay. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Der gute DJ, was könnte es sein? Was hältst du von dieser Abkürzung Dark Jedi könnte es sein? Und was würdest du sagen, wenn es der gute Ezra ist? Ja, Ezra wäre ziemlich übel. Aber ich sag mal so, ich finde es generell nicht uninteressant, dass man zwei Fraktionen hat, die First Order und die Rebellen, nenne ich sie jetzt mal, oder den Widerstand. Und einfach, sage ich mal, eine dritte Partei, die im Film eingefügt wird, durch seine Person, die einfach komplett seine eigenen Interessen verfolgt und irgendwie den Konflikt ausnutzt, um irgendwie jetzt sein Ding zu reißen. Ich weiß ja nicht, wie er jetzt in der Handlung eingebaut ist, ob er jetzt auf dem Casino-Planeten versucht, irgendwie da sein Ding durchzuziehen und Finn und Rose sich dann mit ihm beschäftigen müssen. Auch interessant, und dass sie ihn dann mitnehmen und dass sie ihn Han Solo ähnlich überreden, für den Widerstand zu kämpfen, gegen Geld, keine Ahnung. Ja, also tappe ich jetzt auch noch völlig im Dunkeln, was er sein soll. Aber ich fände es cool, wie gesagt, wenn er so eine dritte Partei wäre, die am Ende vielleicht noch so ein bisschen, je nachdem wie gewichtig die Rolle sein muss, vielleicht auch noch den einen oder anderen Überraschungseffekt für Kylo Ren zum Beispiel hat, wenn da plötzlich noch einer auftaucht, der auch mit dem Laserschwert kämpfen könnte und machtaffin ist, den keiner auf dem Zettel hat. Ich sag ja schon seit 2 Jahren, dass ich Benicio del Toro in dieser scheiß schwarzen Robe sehen will. Mit einer schwarzen Kapuze. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Jetzt guckst du dir den Typ an. Jetzt sieht er nicht unbedingt aus wie der freundlichste Zeitgenosse. Ich werf mal in den Raum, dass ich mir ganz gut vorstellen kann, also ich gehe gar nicht in die Richtung Ezra, finde ich eine Katastrophe, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es machen, dass er ganz einfach auf diesem Casino-Planeten mehr oder weniger auch so diesen Ruf eventuell weg hat, und wenn diese Abkürzung so stimmen sollte mit dem Dark Jedi, dunklen Jedi, weil er halt vielleicht manche Sachen macht, die nicht so nett sind. Und umgangssprachlich sind die Sith den meisten Leuten einfach kein Begriff, aber die Jedi schon. Und dann ist ein beziehungsweise ist ein Sith eigentlich ein böser Jedi, also ein Dark Jedi. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eventuell die Erklärung in die Richtung geht, und genau wie du es gesagt hast, wie geil wäre denn eigentlich eine dritte Partei, die dann da noch versucht mit einzugreifen, und mehr oder weniger, vielleicht kommt es dann auch in die Richtung der Feind meines Feindes und sowas. Das heißt nicht, dass wir hier Alien und Predator mäßig The Predator und Mensch haben, die sich auf einmal lieb haben und gegen die Aliens kämpfen. Also hier in dem Fall die Jedis und die Sith zusammenkämpfen gegen Snoke. Aber wie geil wäre es denn, wenn wir mit dem DJ hier einen Charakter haben, der vielleicht ein Sith ist oder der dunklen Macht angehört, der vielleicht der Charakter sein wird, der versucht vielleicht Rey auf seine Seite oder auf eine Seite zu ziehen, die nicht ganz so gut ist. Und ich hau jetzt einfach mal eine total crazy Theorie raus, die auch so ein bisschen durchs Internet geflogen ist und wo ich dann mein Zeug ein bisschen rausgenommen habe und dazu gedichtet habe, was ich ganz cool fände. Stellt euch doch mal vor, Benicio del Toro ist der Schüler und Laura Dern, die gerade mehr oder weniger ja die Vertretungs Lea spielt, ist die mehr oder weniger, ja, sagen wir mal, weibliche Form des Imperators und in dem Fall der Meister von ihr, und wir haben hier tatsächlich ein Sith-Duo, das bis jetzt noch keiner irgendwie auf dem Zettel hatte, wirklich überhaupt keiner, und was sich dann sowas in entwickelt, dass das Problem bei den Prequels war ja, du wusstest ja, dass Palpatine nachher die Macht an sich reißt und sowas, aber wie geil wäre denn dieser Twist, wenn du es nicht weißt? Wenn am Ende rauskommt, ganz einfach, dass dieser Charakter von der Laura Dern ganz einfach eventuell, ja, ein mieser Sith-Meister ist und dass Benicio del Toro eventuell der Schüler ist. Und dann stell dir mal vor, alle Welt geht hier komplett, alle Sachen im Kopf durch, und was ist mit Snoke und wie, was, wo, stellt euch vor, und dann killt der Luke den Snoke in Episode 8.
Und das war gar nicht das große Böse, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten, sondern eigentlich das, was wieder mal im Hintergrund gelauert hat. Und das ist eventuell Laura Dern und Benicio del Toro. Das fliegt so ein bisschen durchs Internet, ist total crazy und natürlich sehr weit hergeholt, aber finde ich einen sensationellen Story-Ansatz und fände ich auch mega cool. Da stellt sich dann nur die Frage, wo ordnen wir dann Kylo Ren ein? Wird er dann auch von Rey getötet? Glaube ich nicht. Aber das wäre eventuell auch so ein bisschen so diese Chance, ihn wieder zurück ins Boot zu holen, wenn es dann auch gegen die Sith geht. Ich weiß es nicht. Ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich will einfach, dass Benicio del Toro böse ist. Ich möchte keinen Han Solo-Charakter, der mit dem Schmunzeln ab und zu mal irgendeinen Greedo in der Bar wegpustet oder so, aber ansonsten eigentlich ein Herz aus Gold hat. Ich möchte, dass er was mit der Macht zu tun hat und dann mit der dunklen Seite der Macht. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, hätte ich gerne, dass er einfach ein mieser Drecksack ist und das auch so spielt. Und ich denke, da ist er einfach prädestiniert dafür. Das ist zwar ein bisschen Typecasting. Ja, wäre auch ein bisschen Typecasting, weil das hat er öfters gespielt, aber das wäre meiner Meinung nach einfach richtig gut. So, wir haben jetzt hier... Da muss ich ganz kurz mal die Frage noch einwerfen. Ist er vielleicht der coolere Jaruf Sabayoff? Ja, könnte. Das war ja auch ein Jedi, der, sag ich mal, eher auf den dunklen Pfaden gewandelt hat. Ja. Könnte ja sein, nachdem die Anleihe mit Kylo auch in die Richtung Jason Solo ging und sowas, dass sie sich da auch wieder mehr oder weniger bedient haben. Wäre durchaus möglich, ja. Dass nur als Element, ja. Ja, genau, dass sie da in die Richtung gehen. Wie gesagt, ich möchte dieses Wort Sith hören einfach nochmal und zwar präsent in dem Film. Nicht nur, dass über die gesprochen wird, sondern scheiße, die Sith kommen mehr oder weniger. Also, ich möchte ganz einfach, dass sie zurück sind. Das ist ganz wichtig. Wir haben so viel Zeit und Lore mit denen verbracht. Das wäre einfach sehr, sehr schade. Es sollen ja noch Episode 10, 11 und 12 kommen, ne? Ja, da werden... Das ist ja irgendwie auch bestätigt, oder? Glaub mir, wenn wir zwei 75-Jährigen uns dann hier im Podcast befinden, werden wir über Star Wars 27 reden. Und es wird definitiv, da wird kein Ende sein. Das ist eine Gelddruckmaschine. Das werden die nicht aufhören, solange der Markt das hergibt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht mal 5 Jahre Pause haben oder so, wo in diesen 5 Jahren jedes Jahr ein Spin-Off-Film kommt. Oder sie vielleicht mal eine Knights of the Old Republic Trilogie machen 1000 Jahre davor mit einer anderen Storyline. Aber diese Episodenfilme, die werden niemals komplett aufhören. Das ist eine Gelddruckmaschine. Da kannst du machen, was du willst. Rogue One hat gut Kohle gemacht, hat nicht ansatzweise so viel gemacht wie Force Awakens oder auch wie jetzt Episode 8 machen wird, weil die Episodenteile ist halt immer doch noch dieses eine Highlight. Na gut. Dann würde ich sagen, wir haben eigentlich noch ein, zwei Sachen, die heben uns dann aber eventuell für einen anderen Talk auf, weil wir haben jetzt schon 2,5 Stunden aufgenommen und es wird einfach sonst ein bisschen zu lang und wir müssen morgen arbeiten und es ist hier auch nicht wirklich kühl in der Bude. Dementsprechend würde ich sagen, die behandeln wir dann einfach nochmal ein andermal, die sind jetzt auch nicht so mega gravierend und dann sind wir soweit durch mit den Themen und dann würde ich sagen, ich bedanke mich mega bei dem guten Jonathan, der sich heute Abend wieder Zeit genommen hat, mit uns über Star Wars zu quatschen. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bedanke mich. Und natürlich auch an unseren guten Darth Perverto, der heute Abend auch wieder mit am Start war, um mit uns über die crazysten Theorien zu quatschen. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, sehr, sehr gerne. Leider konnte ich heute nicht viel zum perversen Tum beitragen. Das habe ich euch. Schade, da haben wir alle drauf gewartet, dass du deinen... Oh mein Gott. Ja, okay. Machen wir weiter. Auch der Bombo Fett bedankt sich natürlich bei allen Zuhörern und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr habt das ein oder andere erfahren und auch die ein oder andere crazy Theorie gehört, wo ihr vielleicht eure eigene draus spinnen könnt. Haut das natürlich alles in die Kommentare. Lesen wir sehr gerne und sind total gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast oder bei der nächsten Review. Bis dann. Peace. Wenn euch das gerade Gehörte und Gesehene gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da und kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns demnächst hier und auf Nerdbomb.